Herzlich willkommen zur JAG Novelle, bereit für die digitale Transformation, der Podiumsdiskussion ausgerichtet von WeCode Law. Mein Name ist Paul Welter, ich bin Vorstandsvorsitzender von WeCode Law und heiße Sie als solcher im Namen des gesamten Vereins und insbesondere des Orga-Teams herzlich willkommen und ganz besonders natürlich unsere hochkarätigen Podiumsteilnehmer, die ich sogleich vorstellen werde, und auch die ganzen Zuschauer sind natürlich, heiße ich herzlich willkommen. Es sind bisher an die 74, 75, es werden vielleicht noch ein paar mehr. Es ist auf jeden Fall klasse, dass das Thema auch in der breiten Öffentlichkeit auf solche Gegenliebe stößt und nicht nur wir dieses Thema wichtig finden. Ein paar kurze Worte noch zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Nachdem ich gleich die Podiumsteilnehmer vorgestellt und begrüßt haben werde, werde ich einen kleinen 10-minütigen Vortrag halten, der alle Zuschauer, egal was für ein Hintergrundwissen sie mit einbringen in die Veranstaltung, mit dem nötigen Wissen versorgen soll, der Podiumsdiskussion gleich folgen zu können. Sprich, ein paar Grundlagen über Legal Tech, warum das in der Juristenausbildung vielleicht relevant sein könnte und wie die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen eigentlich war, was eigentlich aus dem Justizministerium kam, was heute im Landtag passiert ist und was WeCode Law eigentlich in seinem offenen Brief beschrieben hat. All daran will ich dann Einblick geben und dann starten wir auch schon durch mit der Podiumsdiskussion. Danach können gerne jegliche Zuschauer sich einschalten, ihr Mikrofon freischalten und Fragen oder Gedanken teilen. Während der Veranstaltung Fragen aus dem Chat werden wir vermutlich nicht beachten können, da wir mit 5 Podiumsteilnehmern und einer Stunde Diskussionszeit schon recht eng getaktet sein werden, sodass das lieber dann danach geschieht. Aber die Veranstaltung wird aufgezeichnet, dem sollte man sich dann gewahr sein, wenn man sich freischaltet und dann seinen Beitrag gibt. Also so viel an Vorwort. Wir wollen beginnen und natürlich erstmal die wichtigsten Personen dieses Abends begrüßen und allen voran natürlich den Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Minister Peter Biesenbach. Aus seinem Hause entstammt überhaupt erst der Entwurf, der nun die Juristenausbildung reformieren soll und überhaupt Anlass dafür ist, dass wir diese Diskussion hier führen. Wir hätten also keinen besseren Vertreter finden können für diese Position als natürlich den Urheber selbst. Herzlich willkommen, Herr Minister Biesenbach. Weiterhin aus der Politik begrüßen wir Frau Angela Erwin. Frau Erwin ist Mitglied des Landtags und in der CDU-Fraktion, dort rechtspolitische Sprecherin und auch Mitglied des Rechtsausschusses. Und sie vertritt hier heute nicht nur die Legislative, sondern ist auch Miturheberin eines Antrags im Landtag, der heute im Plenum war, der eben genau an diesen Entwurf des Justizministers anknüpft und eigene Aspekte in Sachen Legal Tech dort reinbringt. Was genau, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall jetzt erstmal herzlich willkommen, Frau Erwin. Schön, dass Sie hier sind. Weiterhin begrüßen wir Herrn Professor Jan Ort. Herr Professor Ort ist Richter am Landgericht Köln und dort auch Pressesprecher für Strafsachen. Er wird also die Perspektive der Justiz hier heute einbringen. Außerdem hat er selber eine Legal Tech App entwickelt, nämlich die iOS App Richter Tools, die Richtern eben durch Digitalisierung das Leben einfacher machen soll. Und als ob das nicht genug wäre, ist er auch noch Honorarprofessor an der Universität zu Köln und kann also bestimmt auch was zum Thema Lehre sagen. Also ganz viele Perspektiven in Personalunion vereint. Schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns auf Ihre Impulse, Herr Professor Ort. Außerdem begrüßen wir ebenfalls aus der Lehre Frau Professorin Katrin Gierhake von der Universität Regensburg. Frau Professorin Gierhake ist Professorin für Strafrecht und Rechtsphilosophie und hat sich auch in die Debatte um die Reform der Juristenausbildung eingebracht mit einem Editorial in einer NJW-Ausgabe, wo sie eine aufgeklärte Juristenausbildung fordert. Das heißt, dass man zum Selbstdenken erzieht und nicht nur zum Auswendiglernen von noch so viel Detailproblematiken. Auch das eine sehr interessante Perspektive. Herzlich willkommen, Frau Professor Gierhake. So, und zuletzt heißen wir herzlich willkommen Herrn Dr. Maximilian Findeisen. Herr Dr. Findeisen ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Evershed Sutherland und auch Co-Leiter des Düsseldorfer Büros. Er wird uns heute die Arbeitgeberperspektive und die, also in der Privatwirtschaft und generell die privatwirtschaftliche Perspektive einbringen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Findeisen. So, und noch ein paar Worte zu dem Gastgeber heute Abend. Wer ist WeCode Law eigentlich? Nun, WeCode Law ist eine bundesweite gemeinnützige Organisation mit an die 80 Mitgliedern mittlerweile. Wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit der Digitalisierung oder mit der Zukunft des Rechts, insbesondere mit der Digitalisierung. Und das tun wir nach außen, indem wir
zahlreiche Events oder jetzt in Corona-Zeiten vor allem Webinare organisieren und Inhalte produzieren wie unseren Podcast oder diverse Fachartikel. Die fachliche Auseinandersetzung erfolgt bei uns im Rahmen dessen, was wir Student-Driven University nennen. Natürlich nur so eine Art. Wir sind natürlich keine echte Universität. Wir wollen das aber nachmimen. Wir wollen uns selber Legal Tech lehren, aber auch forschen. Das heißt, neues Wissen schaffen und damit auch die Vordenker für ein Recht der Zukunft sein, auch in Partnerschaft mit vielen Vertretern der Wirtschaft, Justiz und auch Lehre da draußen. Und wenn das für Sie interessant klingt, schauen Sie doch gerne mal bei uns vorbei, schreiben Sie uns. Oder wenn Sie noch in der Ausbildung sind, denken Sie doch über eine Mitgliedschaft nach. So, genug zu den Personen heute Abend. Wir kommen zu dem Impulsvortrag, wo ich jetzt mal kurz die Relevanz schildere. Warum ist Legal Tech überhaupt wichtig und auch in der Ausbildung wichtig? So, dann stelle ich kurz die Entwicklung dar. Was ist hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich passiert und worüber wollen wir dann heute Abend in welcher Reihenfolge sprechen? Kommen wir zur Relevanz. If you are fixed on how we are working, then don't go into law, sagt Richard Susskind, der einer der Pioniere ist, was Online-Gerichtsbarkeit angeht. Er witterte also einen großen Umschwung durch die Digitalisierung und worin der liegt. Das wollen wir uns ebenfalls auf seinem Wege, dem wollen wir uns auf seinem Wege annähern. Er hat in seinen Präsentationen immer das Beispiel eines Bohrmaschinenherstellers, der neue leitende Angestellte einstellt und der Geschäftsführer diese dann fragt, ist das unser Produkt? Und auf diese Bohrmaschine zeigt. Und alle schon ganz verdutzt, hä? Ja, natürlich ist das unser Produkt. Wir produzieren seit 50 Jahren Bohrmaschinen, dafür kennen uns die Leute. Und er sagt dann grinsend, ha, reingefallen, das ist unser Produkt. Was wir machen, ist das Problem der Leute zu lösen, Löcher irgendwo reinzubekommen. Und wenn es irgendwann mal einen anderen Weg gibt oder ein anderes Material, in das irgendwer ein Loch machen muss, ist es eure Aufgabe, diesen Weg zu finden, wie man das machen kann. Und sei es irgendwann ein Laserpointer, mit dem ich Löcher in die Wand lasere. Und dieser Gedanke übertragen auf Jura wirft die Frage auf, ob Gerichte ein Ort sind zwangsläufig oder ein Dienst, der bisher von den Gerichtsgebäuden und den Verfahren, die da drin ablaufen, eben durchgeführt wird. Oder für die Rechtsberatung sind das tradierte Berufsbilder zwingend, wie Rechtsanwalt, oder erfüllen diese nicht auch nur einen Dienst, der vielleicht auch von was anderem erfüllt werden könnte? Was ist denn das Problem, das das alles löst? Nun, das ist Rechtsfindung und Rechtsdurchsetzung. Und da muss man sich fragen, kann das nicht vielleicht auch was anderes machen, wie eben Online-Gerichte oder ein Smartphone in der Hosentasche eines jeden Bürgers, das mir anzeigt, was eigentlich Recht ist. Und genau diese Frage, um die geht es hier heute. Und warum müssen wir uns die gerade jetzt stellen? Dazu nur ein paar topaktuelle Zahlen. Einmal von der Boston Consulting Group, die in einer Umfrage herausfand, dass Partner von Großkanzleien die Einschätzung haben, dass bereits mit heutigen Technologien 30-50% der Arbeit ihrer Junganwälte automatisiert werden könnte. Ja, also quasi jeder zweite Junganwalt eigentlich überflüssig ist, wenn man Technologien konsequent einsetzen würde. McKinsey zeichnet ein ähnliches Bild, nicht nur auf Junganwälte beschränkt, sondern generell auf die Tätigkeit Expertise anwenden, was Juristen aber nun mal auch machen. Und da kann wohl auch jede vierte Stelle im Grunde wegrationalisiert werden mit technischen Möglichkeiten. Und es ist klar, wer das als erstes macht, kann seine Prozesse effizienter und kostengünstiger anbieten und hat somit einen Wettbewerbsvorteil und wird die ganzen Kunden und Mandanten dann bekommen, die andere, die das nicht implementieren, eben nicht halten können. Das heißt, wir müssen uns fragen, bilden wir eigentlich noch das aus, was auch in Zukunft nachgefragt werden wird? Wenn wir auf die Justiz blicken, hilft ein Blick in das EU-Justizbarometer, das die Justiz der Mitgliedsländer jährlich vergleicht, wo die Dauer der erstinstanzlichen Zivilverfahren bei ungefähr 220 Tagen in Deutschland liegt und vor dem Verwaltungsgericht bei 450 Tagen. Und die Tendenz ist aber steigend. Das heißt, seit Jahren steigt die Dauer. Sie wird nicht etwa weniger, obwohl wir doch in allen anderen wirtschaftlichen Bereichen sehen, dass Digitalisierung dazu einer Beschleunigung der Prozesse führt. Das alles ist immer noch nicht schlecht. Ja, es gibt deutlich langsamere Länder auch in der EU, aber es ist auch eben eine Spitzenklasse wie die Niederlanden oder Österreich, wo man nur die Hälfte der Zeit braucht und die Tendenz auch seit Jahren sinkend ist. Das wird umso dramatischer, wenn man sich vor Augen ruft, dass in 10 Jahren knapp die Hälfte der heute amtierenden Richter und Staatsanwälte pensioniert sein wird und allein des demografischen Wandels wegen nicht so viele nachrücken, um diese Arbeit zu übernehmen. Und da muss man sich fragen, können wir die gleiche Last auf einfach auf weniger Schultern übertragen in Zukunft, ohne dass wir denen irgendwelche Tools an die Hand geben, die ihnen eben helfen, entweder weniger Arbeit zu haben oder eben bei der Arbeit, die sie dann noch haben, zu unterstützen. Und die Digitalisierung kann das eben vielleicht bieten.
Eine letzte Zahl. Eine Umfrage des Roland Rechtsreport hat Anfang des Jahres herausgefunden, dass der durchschnittliche Streitwert, ab dem deutsche Bürger vor Gericht ziehen würden, bei 1840 Euro liegt. Und da muss man sich ja fragen, kann es sein, dass der Rechtsstaat erst im Grunde ab dieser Grenze richtig anspringt, weil man vorher sagt, oh nee, ich fürchte die Strapazen eines Prozesses oder das Prozessrisiko, wenn ich verliere, dann verliere ich Geld und das dauert alles so lange. Und dass man dann vielleicht auch sagt, ach, gegen 80 Euro gehe ich nicht vor Gericht oder gegen eine große Fluggesellschaft habe ich doch eh nichts auszusetzen. Und da müssen wir uns fragen, wenn das mit Legal Tech, mit Digitalisierung möglich ist, diese Schwelle zu senken, ist das aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht wünschenswert. So viel zu Legal Tech allgemein. Warum ist das jetzt in der Ausbildung relevant? Nun, wenn man Legal Tech will, kann man es nicht einfach an Bäumen pflücken. Jemand muss es machen. Es müssen Leute ausgebildet werden, die merken, aha, das, was ich hier mache, könnte digitalisiert werden, die das dann gegenüber Entwicklern auch kommunizieren können, umsetzen lassen und wenn dann das Produkt kommt, auch implementieren und ihren Berufsgenossen da auch dann zeigen, wie sie das einzusetzen haben. Diejenigen, die dann Legal Tech einsetzen, müssen ja informierte Entscheidungen treffen. Die können nicht bei einem Tool, das bei der Strafzumessung hilft, das einfach blind darauf vertrauen. Die müssen einschätzen können, wie kommt die Software zu diesem Ergebnis und wann muss ich gegebenenfalls davon abrücken. Und dramatischer wird das alles, wenn man sich vor Augen ruft, die Maßnahmen, die wir heute treffen, bringen ja erst in 7 Jahren die ersten Berufseinsteiger hervor. Und wer will schon leugnen, dass in 7 Jahren nicht der technologische Sprung noch viel rasanter war? Und deswegen ist Legal Tech vielleicht in der Juristenausbildung doch relevant. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Nun kommen wir zur Entwicklung. Was ist eigentlich in Nordrhein-Westfalen passiert? Das ist das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen, um das sich jetzt alle reißen. Und als erstes hat sich das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen dem gewidmet, indem es Ende September einen Gesetzesentwurf hervorgebracht hat, um eben die Juristenausbildung zu modernisieren. Was steht da in Sachen Digitalisierung drin? Nun, neu ist, digitale Kompetenz soll als Schlüsselqualifikation Inhalt des Studiums werden. Auf jeden Fall erstmal klasse, Digitalisierung im Studium ist besser als keine Digitalisierung im Studium. Aber was genau soll das heißen? Und wenn wir in die Gesetzesbegründung gucken, dann steht dort, dass es vor allem das Verständnis erhöhen soll, um juristisch zu beurteilende Lebenssachverhalte eben beurteilen zu können. Das heißt, es geht darum, etwas Digitales passiert da draußen, jemand handelt mit Kryptowährung, ich als Richter muss jetzt darüber entscheiden. Und da muss ich verstehen, wie das funktioniert. Das ist natürlich wichtig, denn sonst entstehen rechtsfreie Räume, wenn da niemand drüber richten kann. Aber es ist eben die Anwendung von Recht auf Digitales und nicht vom Digitalen auf das Recht, dass wir uns mit dem Digitalen Werkzeuge schaffen, um das Recht eben effektiver und effizienter auszuüben und vielleicht auch in die Hände der Bürger zu legen. Das wird die erste Frage sein, mit der wir gleich in die Podiumsdiskussion steigen, was unter digitaler Kompetenz nach diesem Entwurf zu verstehen ist. Was steht noch drin? Nun, das steht drin, das hat sich jetzt nicht verändert von der jetzigen Gesetzeslage. Ich komme gleich darauf zu sprechen, warum wir das hier trotzdem aufführen. Da geht es darum, um die Berechnung der Semester für den Freiversuch. Da bleibt ja ein Semester unberücksichtigt, wenn ich eine fremdsprachige Zusatzausbildung mache. So, warum steht das dann da? Das ist so geblieben, weil in unserem offenen Brief von Record Law Anfang Oktober wir eben genau darauf eingehen. Der Brief hieß, ein JAG für die Zukunft, Digitalisierung muss in die Juristenausbildung. Dieser Name tut dem Entwurf jetzt etwas Unrecht, weil er ja im Grunde den Anschein erweckt, dass Digitalisierung im Entwurf keine Rolle spielt. Aber zumindest digitale Kompetenz soll ja eine Rolle spielen. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir beim Verfassen dieses Briefes den Gesetzeswortlaut noch nicht vorliegen hatten, sondern uns auf die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums gestützt haben, wo zumindest bis dahin von Digitalisierung noch keine große Rede war. Was haben wir jetzt vorgeschlagen? Im ersten Vorschlag nicht nur fremdsprachige Zusatzausbildung, sondern wie in Bayern schon der Fall, allgemein alle wissenschaftlichen Zusatzausbildungen mit einem Freisemester zu honorieren, dass Universitäten das also anbieten können, ohne die Studenten zu stressen, weil sie keine Zeit haben, das zu machen, weil sie ja sonst ihren Freiversuch vielleicht aufgeben müssen. Und das andere, was wir wollen, ist eben ein Bewusstsein für den potenziellen Einfluss der Digitalisierung zu schaffen und technologische sowie methodische Grundlagen einer digitalen Arbeitsweise zu vermitteln. Und das hat auch was ganz Juristisches zum Inhalt, denn neben dem Modus operandi Recht anwenden, dass wir lernen, Recht anzuwenden, tritt ja jetzt, dass wir lernen, Recht anwenden zu lassen durch Software. Und das wirft ganz neue Fragen auf, wie brauchen wir eigentlich immer nur Gesetze, die natürlicher deutscher Sprache abgefasst sind oder vielleicht auch Computational Law, dass mein Handy verstehen kann und mir zu jeder Zeit sagen kann, wie die Rechtslage in irgendeiner Situation ist.
Und damit würde der alte Traum wahr werden, dass jeder Bürger ein bürgerliches Gesetzbuch im Schrank hat, das aufschlägt und dann weiß, was Recht ist. Aber weil die Welt eben so komplex ist, kriegt man das nicht in ein Buch hin, ohne extrem zu abstrahieren. Und deswegen können das eben nur ausgebildete Menschen verstehen. Mit einem Smartphone könnte es im Grunde jeder Bürger verstehen. Das ist das, was wir wollen. Was jetzt passiert, wir haben mit dem Arbeitskreis der CDU für Recht gesprochen und für unsere Sache geworben. Und daraufhin hat auch die NRW-Koalition, also aus die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion, einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der heute auch behandelt wurde im Plenum. Und was macht der? Der macht im Grunde einen Haken an diese beiden Vorschläge und bringt noch ganz viele andere Vorschläge ein. Legal Tech und Berufsrecht behandeln, einen ethischen und kritischen Diskurs. Der rote Haken steht dafür, dass das auch in unserem offenen Brief vorkam. Neue Lehrangebote schaffen, wie juristisches Projektmanagement, mit anderen Fakultäten kooperieren, Einrichtung von Labs, Hubs und Co., also Räumen, wo sich Studenten auch nach der Vorlesung treffen können, gemeinsam lernen können und Projekte verfolgen können, eigene Legal Tech-Professuren mal prüfen, ob das geht, Law of Tech-Kompetenzen, E-Learning, uni-übergreifendes Unirep und auch sich im Bundesrat dafür einzusetzen. Tolle Punkte auf jeden Fall. Heute war es im Landtag und wurde an den Rechtsausschuss überwiesen. Insofern, das ist jetzt wirklich top aktuell und wird auch vom Landtag behandelt. Und das Eisen, das wir also gleich schmieden werden, könnte nicht heißer sein. Wir wollen es nicht abkühlen lassen und zur Podiumsdiskussion kommen. Worüber sprechen wir? Wir werden zuerst darüber sprechen, brauchen wir Legal Tech in der Juristenausbildung? Dann, wenn ja, was machen wir konkret? Machen wir an den Hochschulen? Wie sieht Legal Tech-Lehre aus oder im Referendariat? Und wenn das feststeht, wie kommen wir dahin? Wie ist die Roadmap? Was müssen wir nun tun? Was muss ins Gesetz? Was müssen Hochschulen und Ausbilder tun? Und wir beginnen mit, wie angekündigt, mit der ersten Frage an Herrn Minister Biesenbach. Wie ist digitale Kompetenz in Ihrem Gesetzesentwurf zu verstehen? Soll das auch diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, behandeln? So, Sie haben ein Bild entworfen, von dem juristischer Alltag natürlich weit entfernt ist. Und Sie haben auch so einige Ansätze, wo ich Ihnen nicht folge. Es kann nicht sein, dass Ihr Handy letztlich demnächst juristische Streitfragen klärt. Es kann auch nicht sein, dass wir sagen, muss sich das Recht den digitalen Möglichkeiten anpassen. Da würden wir zwar uns nicht einig werden, sondern Recht und Ausbildung, jemand, der rechtskundig ist, bedeutet, dass er in der Lage ist, das Recht zu kennen und anwenden zu können. Und dass die Digitalisierung ihm allenfalls Hilfsmittel an die Hand gibt. Dass aber der Anwalt weiß, was er begründet, was er will. Dass der Richter weiß, was er anzuwenden hat. Insoweit sind da meine Gedanken längst nicht so weit wie bei Ihnen. Und wir haben ja, sind Ihnen allerdings dann gefolgt bei Ihrem offenen Brief, als wir in unseren Entwurf inzwischen hier aufgenommen haben, dass digitale Kenntnisse auch zu Schlüsselqualifikationen zählen, die man am Ende der juristischen Ausbildung haben soll. Wenn Sie mich jetzt fragen, was meine ich damit? Dann meine ich damit, dass er in der Lage ist, Legal Tech anwenden zu können und auch die technischen Grundlagen zu kennen. Und dass er auch das Recht der Digitalisierung kennt. Das werden wir ins Gesetz hineinschreiben als Ziel, was die Schlüsselqualifikation angeht. Und wir werden es dann allerdings den Hochschulen überlassen müssen, das mit Leben zu füllen. Und in der Beziehung bin ich ja froh, dass Frau Erbing das mit ihrem Antrag heute im Landtag geschafft hat, dass wir den dann auch demnächst beraten. Hier wird auch eine sehr intensive Kooperation erfolgen müssen zwischen denjenigen, die Recht ausüben und den Universitäten, die für die Rechtsanwendung auch ausbilden. Insofern wird es ja ganz intensive Gespräche geben, die wir ja auch häufig schon gemacht haben. Und wir sind Ihnen auch mit unserem Entwurf ein Stück deshalb entgegengekommen, als wir bereit sind, ein Freisemester, was den Freischluss angeht, nachher weiter zu akzeptieren, auch wenn es um eine Ausbildung im Bereich Digitalisierung gehen soll, knüpfen das aber allerdings an die Bedingung, dass diese Ausbildung, wenn ich das Wort so verwenden darf, über mindestens 16 Semester Wochenstunden zu erstrecken hat, damit wir auch sicher sind, hier wird dann auch die entsprechenden Kenntnisse vermittelt und auch erlangt. So, das für den ersten Ansatz. Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon klasse, dass dieser Vorschlag bei Ihnen auf fruchtbaren Boden stößt. Frau Erwin, Sie sind ja Miturheberin des Antrags heute im Landtag. Können Sie kurz was dazu sagen aus Ihrer Sicht? Was ist da enthalten und was ändert sich jetzt?
Ja, herzlichen Dank, Herr Welter, und guten Abend in die Runde. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion, die sich hier anschließen wird. Ganz kurz zu unserem Antrag. Wir als CDU und FDP-Fraktion, als sogenannte NRW-Koalition, planen eine ganze Antragsreihe, die sich mit den Herausforderungen in der Justiz, der Digitalisierung und der Nachwuchskräftegewinnung befasst. Und wir haben das so in drei Teile aufgeteilt. In dem ersten Antrag, der heute auch ins Plenum eingebracht worden ist, befassen wir uns mit dem Studium. In einem zweiten Antrag werden wir das Referendariat beleuchten und in einem dritten Antrag die Arbeitswelt, also das Arbeitsleben als Anwalt, aber natürlich auch als Staatsanwalt und Richter. So, vielleicht ganz konkret zu dem Antrag, der heute das Studium befasst. Wir alle wissen, die Corona-Krise hat ja auch vor der Branche der Justiz keinen Halt gemacht. Und ich glaube, in allen Fachbereichen hat Corona einen Schub im Rahmen der Digitalisierung gegeben. Nichtsdestotrotz gehört es auch zur Wahrheit dazu, dass in der deutschen Juristenausbildung KI und Digitalisierung bislang keine übergeordnete Rolle spielen. Und wir bilden ja heute, und das haben Sie sehr richtig gesagt, Herr Welter, die Juristen von morgen aus. Und Sie haben die 7-Jahres-Zeitspanne genannt, das ist vollkommen richtig. Deshalb müssen wir uns natürlich jetzt Gedanken darum machen, wie können wir jungen Leute, die Jura studieren, tatsächlich so fit machen, dass sie dann, wenn sie in 7 Jahren und danach ins Berufsleben einsteigen, auch mit den Themen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz schon umgehen können. Deshalb fordern wir in unserem Antrag, oder wir nicht fordern, wir beauftragen die Landesregierung genau deshalb, in einen Dialog zu treten, in einen Dialog mit den Hochschulen, dort speziell mit den juristischen Fakultäten, um insbesondere zu prüfen, welche neuen Formate und Angebote können wir entwickeln, um eine moderne und zukunftsgerichtete Lehre auch an den Hochschulen gewährleisten zu können. Welche Lehrangebote, welche Zusatzqualifikationen können rund um das Thema KI noch aufgenommen werden in den Lehrplan und welche Rechtsfragen müssen da auch mit den Studenten schon mal erörtert werden. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft zu prüfen, also insbesondere eine Kooperation zwischen den einzelnen Fakultäten und Unternehmen, die daran interessiert sind, die jungen Juristen oder angehenden Juristen auch gerade in diesen Bereichen ein wenig an die Hand zu nehmen und zu unterstützen, das Verständnis auch für KI und Legal Tech tatsächlich dann auch entwickeln zu können. Und basierend auf diesen Kooperationen könnte man dann auch über Zusatzqualifikationen nachdenken. Natürlich muss man das alles auch irgendwie bezahlen. Da gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten, Bundes- und EU-Gelder als Fördergelder zu akquirieren. Auch das eine Bitte an die Landesregierung, das zu prüfen, also wo da unterstützend noch tätig genommen werden kann. So, und dann haben wir gesagt, es ist uns auch ganz wichtig, mal zu schauen, wie sieht es denn im ganzen Land aus. Es gibt ja schon einige Universitäten, die sind ja wirklich durchaus als Vorbild oder Vorreiter unterwegs. Da kann man natürlich auch mal schauen, kann man die Modelle, die dort aufgesetzt worden sind, nicht vielleicht auch flächendeckend an den Universitäten in NRW anbieten. Deswegen erachten wir es als sinnvoll, dass sich ein runder Tisch bildet und dass man an diesem runden Tisch einmal schaut, welche Angebote gibt es gerade. Ich nenne jetzt nur mal das UniRep. Das ist an der Uni Münster ja schon sehr ausführlich und sehr hervorragend etabliert. Das wäre natürlich aus unserer Sicht auch wünschenswert, wenn wir das landesweit etablieren könnten. Und das Rad muss ja nicht immer neu erfunden werden. Man kann ja Projekte, die bereits gut und erfolgreich angelaufen sind, durchaus auch dann auf weitere Standorte ausdehnen. Ganz wichtig, auch ein weiterer Punkt unseres Antrags, eine eigene Professur. Also das ist auch ein Prüfauftrag, den wir an die Landesregierung geben wollen, dass wir sagen, Digitalisierung, Legal Tech muss stärker in der Lehre im Studium berücksichtigt werden. Und dann würde es auch Sinn machen, dort gegebenenfalls eine eigene Professur für zu installieren. Und das ist halt auch ein maßgeblicher Punkt, der in unserem Antrag Berücksichtigung gefunden hat. Das also nun mal der erste Teil zu dem Antrag des Studiums. Wie gesagt, es folgt ein zweiter zum Referendariat und es folgt dann ein dritter zur Arbeitswelt.
Ein Satz vielleicht noch zum Entwurf des JAG, wie er in der derzeitigen Art und Weise vorliegt. Das ist eine solide Grundlage und eine solide Basis. Damit sind richtige Schritte schon unternommen worden. Das parlamentarische Verfahren über diesen Entwurf und die parlamentarische Diskussion, die steht ja auch noch aus. Und da werden wir natürlich einige Punkte auch noch berücksichtigen werden. Vielleicht so viel vorab einmal. Ja, klasse, besten Dank. Herr Professor Orth, was sagt die Justiz dazu? Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Was sagt die Justiz zur digitalen Kompetenz ihrer Richter, ihrer Staatsanwälte, der anderen Mitarbeiter und vor allem diejenigen, die nachkommen? Die braucht es ganz unbedingt. Ich glaube, da müssen wir aber zunächst den ersten Schritt vor dem zweiten tun und den völlig zu Ende gehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der Diskussion insgesamt beleuchten müssen, wenn wir über digitale Kompetenz sprechen. Über welche digitale Kompetenz sprechen wir? Sprechen wir über Grundkompetenzen, das also ganz grundlegende, ganz Basic-Anforderungen erfüllt werden, oder sprechen wir tatsächlich schon Dinge, denen Sie sich offensichtlich auch mit Ihrem Verein verschrieben haben, Record Law, sind wir im Bereich des Neudenkens, sind wir im Bereich der Transformierung und der Novellierung dieses Bereichs, sind wir im Bereich von Legal Tech. Und was die Grundvoraussetzungen angeht, kann ich aus der Praxis berichten, dass wir in einem ganz spannenden Transformationsprozess sind, was die Digitalisierung der Justiz angeht. Wir führen in Nordrhein-Westfalen landesweit die E-Akte ein in verschiedenen Verfahren. Das ist ein Medienumbruch, der mehrere hundert Jahre an Rechtskultur verändert, weil wir mit der guten alten Papierakte, schon auch mal auf der langen Bank liegt, brechen und digital arbeiten. Das wird ganz spannend zu beobachten sein, wie alle Kollegen damit klarkommen. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Aber es fehlt auch noch an ganz grundlegenden Dingen. Wenn ich Referendararbeitsräume sehe, in denen es nach wie vor Overhead-Projektoren gibt, oder wenn ich dem Referendar, der mir einen Urteilsentwurf schicken möchte, per E-Mail sagen muss, nee, bringen Sie mir den bitte auf einem Stick mit. Sie können mir den per E-Mail nicht schicken, weil wir keine verschlüsselten E-Mails austauschen können. Dann ist das nicht die Arbeitswelt, wie sie im Traum ist. Also da ist erstmal noch viel zu tun. Für den zweiten Bereich, Legal Tech, digitale Kompetenz, digitale Novellierung, auch in der Justiz, da bin ich absolut offen. Das habe ich unter Beweis gestellt durch das Programmieren dieser App, das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil ich auch noch zwei, drei andere Dinge zu tun habe. Ich glaube schon, dass Recht auch aufs Handy gehört und dass wir damit auch für den Bürger unheimlich große Anreize schaffen können, an uns sich die Justiz zu wenden und Justizdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wobei mir ganz wichtig ist, dass das Handy oder der Computer nie die endgültige Entscheidung übernimmt. Wir haben das im Übrigen ja auch schon in Teilbereichen. Wenn Sie den Mahnbescheid beantragen, läuft das heute schon elektronisch. Und der Rechtspfleger sieht den Mahnbescheidantrag auch auf seinem Bildschirm, prüft ihn und drückt dann nur noch auf Enter. Und das Ding wird ausgedruckt. Genauso gut könnte ein Algorithmus selbstverständlich Urteilsvorschläge machen. Und die Kammer oder der Richter schaut sich das an, kontrolliert das genau und drückt dann auf Enter, wenn die Analyse entsprechend gut war. Die letztliche Entscheidung muss immer bei Menschen liegen, das ist ganz klar, weil weder ein Computer noch der dahinterstehende Programmierer oder Verkäufer der Software im rechtlichen Sinne Verantwortung übernehmen kann. Was wir gerade erleben, ist, dass wir schon Tools an die Hand bekommen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Die Software, die das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt im Bereich der digitalen Akte, ist stark. Wir haben Strukturierungsmöglichkeiten. Da würden auch viele Referendare, die bei uns die Relationstechnik lernen, applaudieren. Also man kann sich die Bereiche so wunderbar anordnen, dass das leicht zu strukturieren ist. Und wir müssen natürlich auch die Algorithmen bekommen, die uns helfen, ein bisschen gegen die Legal Tech Unternehmen, die uns mit
Textbaustein Klagen überschwemmen, also insbesondere im VW-Bereich oder im Bereich der Fluggastrechte, wo die Algorithmen erkennen, also das sind Textbausteine, die bekomme ich markiert und die muss ich dann nicht so genau lesen, wie ich den Schriftsatz lese, sondern bekomme angezeigt, das ist einfach ein Ausschnitt aus EuGH oder aus BGH. Und dann kann ich sehr konzentriert meiner richterlichen Arbeit nachgehen, kriege Entscheidungsvorschläge, kriege Entscheidungshilfen. Ich bleibe der Entscheidungsträger, spare aber sehr viel Zeit. Und dass das Handy für den Bürger ein Weg wird, Justizdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, das sehen wir ganz klar. Die Fluggastrechtevertreter, Anbieter, die gehen diesen Weg. Und warum soll der Rechtspfleger bei der Rechtsantragstelle gerade in Corona-Zeiten einen Antrag auf einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz nicht über Skype entgegennehmen? Ich finde, da sollten wir uns offen zeigen. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein Weg der Zukunft ist. Ja, besten Dank, Frau Professorin Gierhake. Was sind Ihre Gedanken dazu, Legal Tech in der Juristenausbildung? Ja, vielen Dank. Also ich bin dann in dieser Reihe vielleicht diejenige, die am nachdenklichsten mit diesem Thema Digitalisierung im weitesten Sinne umgeht. Ich möchte, glaube ich, drei Sachen sagen. Also zunächst mal leuchtet mir ein, dass wir einen großen Bedarf haben an guten, bedächtigen, ausgebildeten Juristen und Juristinnen, die in dieser Welt des Digitalen souverän ihre Arbeit machen können. Und deswegen wäre ich auch ganz offen für alles das, was Sie Tools nennen, also alle Dinge, die dem Richter, der Richterin, dem Staatsanwalt, dem Anwalt das Leben leichter machen. Das wäre ja auch Wahnsinn, dagegen zu sein. Also da würde ich eigentlich allen zustimmen wollen. Wo ich etwas skeptisch bin, und da teilt sich vielleicht meine Skepsis auch mit der von Herrn Minister Biesenbach, ist, inwieweit man gewissermaßen durch Technik und sei sie auch ausgefeilt, den eigentlichen juristischen Urteilsakt ersetzen, / unterstützen kann. Denn ein solcher Urteilsakt ist ein genuin menschlicher Urteilsakt. Und ich glaube, dass das eher ein Gewinn als ein Verlust ist für eine gut funktionierende und eben gerechte Justiz. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht Hilfestellungen denken kann. Also wir alle arbeiten heute anders als früher. Früher musste ich für alles in die Bibliothek laufen und mir einen physischen Kommentar holen. Jetzt kann ich das natürlich anders tun, indem ich das zum Beispiel aufrufen kann. Das sind so Dinge, wo, glaube ich, jeder von uns einfach auch die Stärken von Digitalisierung sieht. Aber wo ich wirklich meine Bauchschmerzen bekomme, ist bei der Vorstellung, die der Herr Welter eben dargestellt hat, dass man gewissermaßen das, was wir in 7, 8 Jahren doch Bildungsprozess lernen, gewissermaßen einer wie auch ausgefeilten Technik überantworten könnten. Ob ein Algorithmus dieser Art programmierbar ist, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Vielleicht ist es das sogar. Aber die Vorstellung, dass sozusagen das Gesetz 1:1 schon beinhaltet, was anschließend bei der Anwendung des Gesetzes als Urteilsspruch oder als Anwendung einer bestimmten Fallfrage herauskommt. Diese Vorstellung ist gar nicht so neu. Wir hatten sie bei Montesquieu, wir hatten sie bei Feuerbach. Da war ja die Idee, dass der Richter der Mund sozusagen des Gesetzes sein soll. Und jetzt von unserem abstrakten juristischen Denken her ist das ein Vorgang, der gar nicht geht, weil wir nämlich ein allgemeines Gesetz haben, und das hat gute Gründe, das auf einen konkreten Fall angewendet werden muss. Und das geht nur über bestimmte Urteilsschlüsse, die erlernt werden durch den Subsumptionsprozess beispielsweise. Und zweitens, und das kommt dann hinzu, und das kann dann gewiss keine Maschine mehr, es muss auch in der Ausbildung vorkommen, dass wir das Gesetz selber beurteilen. Das heißt, wir müssen Kriterien erlernen, uns überlegen, denkend erschließen, wie wir unterscheiden können, ob es sich um ein gutes oder ein schlechtes Gesetz handelt. Wenn wir also gewissermaßen zu Subsumptionsmaschinen degradieren, uns selbst wäre es ja dann verliert die Ausbildung und dann aber auch die Tätigkeit des Juristen eine gewisse Dignität. Und da möchte ich wirklich gegenhalten mit allem, was ich so an Praxis im Universitätsalltag sehe.
Und dazu gehört der dritte Punkt. Sie haben, ich glaube, Frau Erwin, gesagt, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, dass dafür dann entsprechende Professuren eben auch zur Verfügung gestellt werden. Das hört sich prima an. Solange es darum geht, mehr Leute einzustellen als die, die wir ohnehin schon haben, wird Ihnen keiner widersprechen. Aber in der Praxis bedeutet das, wenn es diesen Stellenwert erlangt, und das sieht man ja gerade bundesweit, in Bayern ganz besonders, dann heißt es nicht mehr, es werden zusätzliche Professuren geschaffen für dieses Feld, sondern wen können wir denn ersetzen? Und dann bedeutet das auf einmal, dass eine Verfassungsgeschichte hinten überkippt, dass im BGB vielleicht nicht mehr, ich nehme mal an, irgendein Kollege aus dem Familienrecht oder aus dem Erbrecht besonders gefragt ist, sondern dass eben auf einmal wie Pilze aus dem Boden die lauter Digitalkompetenzen Kollegen wachsen. Und dagegen ist so lange nichts einzuwenden, wie es nicht auf Kosten der Kernkompetenz geht. Und diese Sorge habe ich aber und diese Sorge sehe ich auch ganz konkret an den Fakultäten zurzeit, weil die Politik in einem Affenzahn diesen Teil sozusagen pusht und wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden, indem wir gewissermaßen vorgesetzt bekommen, naja, also wenn ihr das inhaltlich nicht mittragt, dann könnt ihr euch die oder die Unterstützung im Alltag eben auch abschminken. Und da habe ich tatsächlich Bedenken. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Auf jeden Fall auch sehr gute Punkte. Ich würde auf ein paar gleich noch antworten, aber zunächst wollen wir natürlich noch unseren letzten Podiumsteilnehmer, Herr Dr. Findeisen, mal eine Einschätzung abgeben lassen, was Sie dazu denken, Juristenausbildung, muss Digitalisierung da eine höhere Rolle spielen? Was brauchen Sie auch eigentlich in der Privatwirtschaft, in der Rechtsberatung? Ja, sehr gerne. Guten Abend zunächst auch von meiner Seite. Ich möchte Professorin Gierhake sehr danken für ihren Beitrag, in jedem Fall für den ersten Teil, weil er in meinen Augen die Dinge sehr gut differenziert hat und es mir erlaubt, mich hier in meinem Beitrag sehr viel kürzer zu fassen. Ich glaube, dass das Problem, das ich sehe und das ich mit dem Entwurf des JAGs sehe, und da muss ich dann eben auch dem Minister hier klar widersprechen, Frau Gierhake, Sie haben gesagt, wenn es Tools sind und auch der Kollege Orth hat von Tools gesprochen, dann sei das ja alles völlig in Ordnung. Zunächst mal eben, ich teile diese Auffassung absolut, bloß in meinen Augen gibt der Gesetzentwurf, und da bin ich dann definitiv eben auch hier beim Herrn Welter und bei den Kritikern, gibt der Gesetzentwurf das in überhaupt gar keiner Weise her. Herr Welter, Sie haben es eben auch an die Wand geworfen, ich habe es mir auch angeschaut. Es heißt im Entwurf, es dienen digitale Kompetenzen nicht unmittelbar dem juristischen Studium. Sie werden, und Sie haben es auch an die Wand geworfen, sie werden verglichen mit Fremdsprachen. Und das ist in meinen Augen, sehen Sie es mir nach, wenn ich so deutlich sage, aber ich halte das für völlig abwegig. Sie können in Deutschland ein hoch erfolgreicher Richter am Bundesverfassungsgericht oder BGH werden oder auch ein hoch erfolgreicher Professor oder auch Rechtsanwalt, ohne dass Sie irgendwelche Fremdsprachen können. Und das ist sozusagen, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber Legal Tech ist in der juristischen Ausbildung und auch in der Rechtsanwendung hier in Deutschland was völlig anderes. Denn wir haben hier dieses moderne Wort Tools benutzt. Ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es heutzutage ein wesentlicher Bestandteil eben der juristischen Methodenlehre und im Übrigen eben auch ganz konkret der Rechtsanwendung geworden ist. Und das ist etwas ganz anderes als irgendeine Fremdsprache. Und vor dem Hintergrund, und glauben Sie mir, ich mag Fremdsprachen, ich habe noch bis 5 Minuten vor dieser Veranstaltung auf Englisch in einer Transaktion über mehrere Stunden per Video verhandelt. Aber das hat nichts mit Legal Tech zu tun. Und insoweit fände ich es hochbedauerlich, wenn die Studierenden nochmal 17 Jahre warten müssten, bis wir in einer weiteren Gesetzesnovelle das irgendwo erkannt haben. Denn, und da kann ich aber auch vielleicht Sie, Frau Professorin Gierhake, oder auch Sie, Herr Minister Wiesenbach, beruhigen. Also die Rechtsanwendung ist in allen Bereichen ein People's Business. Ob das der Nachbarstreit ist, wo ich mich einfach so bei meinen Nachbarn und den Zaun ärgere, dass ich vor Gericht ziehe und Herr Orth, das wissen Sie viel besser als ich, obwohl es vielleicht nur einen Streitwert von irgendwie ein paar hundert Euro gibt und ich trotzdem sage, ich ziehe das durch.
oder ob ich im Bereich, eben in den Bereichen, in denen ich tätig bin, im Wirtschaftsrecht, irgendwelche Unternehmensübernahmen habe und es geht um viele Millionen, da kann ich Ihnen, auch da kann ich Ihnen versichern, da lässt sich niemand von einem Algorithmus erklären, dass er jetzt diese oder jene Klausel akzeptieren soll. Ja, ich habe Verträge verhandelt mit völlig identischen Sachverhalten, aber eine einzige Person war anders am Tisch von vielen Beteiligten und es kam ein komplett anderes Ergebnis raus. Und ich erlaube mir den Hinweis auch an die Politiker, Herrn Wiesenmach und die Angela Erwin, in der Politik ist das erfahrungsgemäß auch nicht viel anders. Von daher sollten Sie wissen, was ich meine. Damit möchte ich es erstmal belassen. Danke. Ja, besten Dank für den Beitrag. Ich würde mich auch noch mal kurz, auch wenn ich nur Moderator bin, zwischenschalten, weil ja auch oft Rekurs auf meinen Vortrag genommen wurde. Und zunächst einmal möchte ich noch mal auf den Scope, auf den Fokus heute hinweisen. Es geht jetzt darum, wollen wir in der Juristenausbildung generell erstmal darin schulen, welche Tools wir dann jetzt auf die Menschen loslassen und was wir jetzt in der Politik machen, ist ja dann eine weitere Frage. Und da muss man sich ja auch irgendwie demokratischer Legitimation dann irgendwann stellen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, können wir es uns leisten, darin einfach überhaupt nicht auszubilden? Also ist Legal Tech im Grunde so schrecklich, dass wir darin gar nicht erst ausbilden wollen oder schon etwas ausbilden und dann soll man gucken, welche Ideen entstehen und welche setzen wir dann auch wirklich um. So, und dann würde ich gerne noch ganz am Anfang, Herr Minister Biesenbach, haben Sie gesagt, dass Sie mir nicht folgen würden, wenn Recht auf Smartphone soll und haben dabei den Anwalt gemeint. Ich meinte jetzt Recht auf Smartphone für die breite Bevölkerung. Und wie kann das gehen, Frau Professorin Gierhake? Sie haben gesagt, Recht soll ja eben nicht durch Subsumptionsmaschinen laufen. Das soll ja vielleicht auch einer menschlichen Wertung zufließen. Und geht das überhaupt? Gesetze sind ja allgemein. Und da ist die Frage, in wertungsarmen Rechtsgebieten, wo wir nicht ganz viele Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe haben, ist es da nicht erstens ein Gewinn, wenn wir ein Gesetz mal schaffen, das keiner Wertung zugänglich ist und damit extrem bestimmt ist? Warum kann ich nicht als Bürger auf dem Handy jetzt eine App haben und wenn ich nach Frankreich fahre, blinkt da auf, so pass auf, hier gelten diese Verkehrsregeln, du darfst hier nur so und so viel auf der Autobahn fahren oder Corona, pass auf, hier musst du jetzt eine Maske anziehen auf dieser Straße oder so. Das sind ja im Grunde Normen, die auch ein Computer ganz einfach verstehen kann und mir beantworten kann. Und desto wertungsreicher das Rechtsgebiet wird, desto mehr kann ich das eröffnen für menschlichen Input. Das heißt, die Wertung durch den Mensch einfließen lassen und den Rest dann aber immer noch automatisch machen, das wäre ja im Grunde auch möglich. Und natürlich, ich will nicht, dass jetzt es nur noch Roboterrichter gibt. Das war jetzt erstmal bezogen auf das Volk, dass das sich eine Rechtsauffassung irgendwie auch mal holen kann, ohne zum Anwalt gehen zu müssen, die ja auch nicht verbindlich ist. Also wenn dann da eine falsche Info rauskommt oder eine zweifelhafte, hat die ja im Grunde keinen Gehalt. So, und das zum Thema Subsumptionsmaschine. Und dazu, dass es ja heute hier erstmal um die Ausbildung geht. Und jetzt würde ich vorschlagen, Herr Minister Biesenbach, dass Sie vielleicht auf den Beitrag von Dr. Findeisen und auf meine Richtigstellung vielleicht eingehen. Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, Herr Wilter, dass wir zwei von verschiedenen Dingen sprechen. Wenn das für Sie Legal Tech oder von mir aus Digitalisierung ist, dass mein Smartphone mir signalisiert, Achtung, Verkehrsregeln, da rede ich nicht von. Ich rede auch nicht davon, dass wir, was wir ja bei den Pride Rides beispielsweise haben, wo es um einfache Sachverhalte geht, wo ich lediglich erkennen muss, ist die Maschine zu spät oder nicht und habe eine Rechtsfolge klar. Das ist doch nichts, was ich für eine Juristenausbildung brauche. Das kann nun auch jeder, der einfach ein Handy bedienen kann. Wir reden noch von all den Sachverhalten, wo es darum geht, Sachverhalte zu würdigen, Beweise zu erheben, Schlüsse zu ziehen oder auch Verträge zu verhandeln. So, und wenn Sie mich dann fragen, was ist da das Entscheidende, das Digitalisieren oder das Beherrschen der Materie, dann bin ich Frau Professor Gierhake sehr dankbar für die klare Aussage. Die Kernkompetenz ist, er muss das Recht verstehen und anwenden können. So, wenn ich dabei bei der Ermittlung von mir aus komplexer Sachverhalte, beim Sortieren von Fakten, beim Ermitteln von Belegen oder auch bei Vorschlägen, was haben denn frühere Urteile mal dazu gesagt, helfen kann, dann natürlich bin ich dafür. Aber das ist nicht Teil der juristischen Ausbildung, in diesem Sinne zu sagen, wir machen das zu einem erheblichen Teil, sondern das ist Vermittlung von Fertigkeiten. Ich weiß also gar nicht, wo wir da weit auseinander liegen.
Deswegen wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir mal sagen, was Sie meinen, was eine juristische Ausbildung liefern soll und liefern kann, um in Ihrem Sinne dann auch digital zu sein. Sehr gerne, dann antworte ich da kurz drauf. Aber das ist ja gut, dass wir diese Klarstellung getroffen haben, dass also natürlich es irgendwo eine Schwelle gibt, ab der man vielleicht nicht unbedingt digitalisieren muss, aber darunter doch vielleicht ein ziemlich breiter Pyramidensockel der Digitalisierung dann doch zugänglich ist. So, was wünschen wir uns jetzt in der Ausbildung? Einfach nur, dass, also für die breite Masse der Studenten, dass die überhaupt ein Bewusstsein dafür bekommen, was ist digitalisierbar, dass die vergleichen, aha, das Gesetz, das in Wenn-Dann-Bedingungen arbeitet, ist vielleicht im Code gar nicht so fremd und vieles kann man programmieren, dass man bestimmte Technologien vielleicht kennenlernt, die existieren, dass man einfach weiß, okay, im Hinterkopf habe ich, die gibt es, und dass man selbstreflektiv bei seiner Arbeit dann gucken kann, wo existiert ja eigentlich Digitalisierungspotenzial. Und das können ja auch völlig atypische Fälle sein. Wir würden uns nur wünschen, dass im Grunde jeder dieses Bewusstsein einfach nur entwickelt. Und wenn dann jemand Blut geleckt hat, ja, oder der Funke übergesprungen ist und sich dann noch intensiver damit beschäftigen will, dass da vielleicht Zusatzausbildungen angeboten werden, wo ich dann hingehen kann und lerne nochmal vertieft, welche Technologien gibt es und wie arbeitet ein Entwickler, wie läuft eigentlich juristisches Projektmanagement, auch wenn ich vielleicht später mal in der Kanzlei bin und für einen Mandanten ein Expertensystem in einem bestimmten Rechtsgebiet schaffen soll. Das würden wir uns wünschen und genau das ist so die Klarstellung, was wir damit eigentlich meinen, und ist ja klasse, wenn wir da gar nicht so entfernt voneinander sind. Vielleicht darf ich, Herr Welter, da nochmal was zu sagen. Ich hatte das ja eben angedeutet. Ich glaube, wir müssen uns ganz klar werden, über welche digitalen Kompetenzen wir da reden wollen. Ich glaube, Herr Finteisen hat ja gerade erfrischend deutlich seine Meinung gesagt, und ich glaube, er kann noch deutlicher werden, was wir an grundlegenden digitalen Kompetenzen vermitteln müssen, auch im Studium, damit man insbesondere dem Rechtsanwaltsberuf gewachsen ist. Was die Justiz angeht, haben wir Software zur Verfügung. Da holen wir alle, auch alle, die von der Uni kommen und nur ein Facebook, Snapchat oder WeChat-Verständnis haben, ab und bringen denen bei, wo sie klicken müssen. Aber Herr Finteisen ist vorgestellt worden als stellvertretender Büroleiter in Düsseldorf. Fragen Sie ihn mal, wie viel Gedanken er sich gemacht hat zur E-Mail-Sicherheit, zur Datensicherheit auf seinen Servern, zu Ansprüchen an die Kundenkommunikation, Stichwort WhatsApp. Das sind so ganz tiefgreifende Fragen, die die Justiz sich aufstellt und die die Justiz auch beantwortet, aber die nicht von jedem einzelnen Richter oder Staatsanwalt beantwortet wird. Oder das Datenschutzthema, heutzutage ein zutiefst digitales Thema. Das sind Kompetenzen, die ich finde, die unbedingt im Studium vermittelt werden müssen. Das ganze Sicherheitsdatenschutzthema, damit man später, und die meisten unserer Studierenden werden ja, gehen in den Rechtsanwaltsberuf oder freie Berufe, damit sie ihren Beruf ausüben können. Und wenn wir den Schritt getan haben, dann können wir überlegen, wie machen wir so Code-Sachen, wie machen wir Legal-Tech-Sachen, schaffen wir da einen Schwerpunktbereich, schaffen wir da Ergänzungsangebote, und das sind ganz spannende Fragen, die auch ganz besondere Fertigkeiten benötigen und vermitteln. Da werden sich aber auch die Fakultäten noch anders aufstellen müssen, und Frau Gierhake, da bin ich bei Ihnen, ohne die schönen klassischen Bereiche zu vernachlässigen, und selbstverständlich, das möchte ich auch nochmal klarstellen, spreche ich als Richter nicht für die Abschaffung meines Berufs und Subsumptionsmaschinen. Es geht immer nur um Arbeitshilfen und Arbeitsunterstützung, die Verbindung der Gedanken aus dem juristischen Bereich, die man beherrschen muss nach wie vor, um sie zu bestehen, mit den analytischen Fähigkeiten eines Computers zusammenzubringen. Wenn das in Ordnung wäre, Herr Welter, würde ich da auch noch kurz einhaken wollen. Genau. Also, Herr Ort, vielen Dank. Es ist ja so, all das, was Sie sagen, mag sehr wünschenswert sein. Und es ist in Wahrheit schon jetzt so, dass die Studierenden uns Professoren hoch überlegen sind, was den Umgang mit diesen neuen Technologien angeht. Das wäre eigentlich Wahnsinn, das zu bestreiten, bis auf den einen oder anderen Kollegen, der das aus eigener Initiative vorantreibt, was ich gut finde, was jeder tun soll, der das tun möchte. Das Problem, was ich sehe, ist ein anderes. Sie sprechen immer von Angeboten. Und gegen Angebote hat niemand was.
im Gegenteil. Eine Universität sollte von vielfältigsten Angeboten leben. Diese Angebote haben aber die Tendenz, Zeit zu binden, die die Studierenden dringend, aber wirklich dringend für andere Dinge brauchen, solange das Studium so organisiert ist, wie es jetzt ist. Das heißt, wir haben, wenn jemand zügig studiert, 8 bis 9 Semester, wenn jemand normal studiert, ich weiß jetzt nicht, in NRW aktuell wahrscheinlich 10 oder 11 Semester, das ist ja keine Zeit, wo die Studierenden sitzen und Däumchen drehen und keine Ahnung haben, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, sondern das ist vollgepackt von der ersten Semesterstunde bis kurz vor dem Staatsexamen, vor dem ersten. Und das zweite kommt dann, folgt sogleich mit einem Referendariat, das nicht weniger vollgepackt ist. Das heißt, wer sagt, es gehören zusätzliche Kompetenzen ins Studium, der hat nicht per se Unrecht. Er muss aber fairerweise gleichzeitig sagen, entweder das Studium dauert länger, das will in der Regel die Politik nicht. Ich fände das gar nicht so schlimm. Also ein guter Jurist kann meinetwegen ruhig ein Jahr länger studieren. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar der bessere, sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft, als auch für die Gerichtstätigkeit, wie auch immer, darüber kann man streiten. Aber was jedenfalls nicht geht, ist, dass man noch die Verfahrenskompetenzen und die Fremdsprachen und die Digitalkompetenz und jetzt aktuell am besten noch das gesamte Gesundheitsrecht, ja, brauchen wir ja gerade. Die ganze Praxis schreit nach Juristen, die Infektionsschutzrecht können. Kann natürlich keiner, weil es in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht ausgebildet wurde. Warum nicht? Und da ist die eigentlich gute, kluge Übung. Wir bilden nämlich bisher, jedenfalls vom Gedanken her, leider praktisch auch nicht mehr, Juristen aus, die sich jeweils auf ihre jeweils aktuelle und unter Umständen neue Tätigkeit selbstständig einstellen können, die die Qualifikation mitbringen, jedenfalls in der Theorie. Herr Findheisen wird vielleicht aus der Praxis anderes sagen oder Sie, Herr Ort, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es der Anspruch der universitären Ausbildung, Bildung eigentlich, Leuten die Möglichkeit zur Selbstbildung zu geben, die sie dann anschließend in die Lage versetzen, ihren Beruf verantwortlich auszuüben. Da gehört Digitalkompetenz ohne Zweifel dazu, aber sie hat für mich, jedenfalls nach dem, was ich bisher gelernt habe, nicht den Stellenwert, dass man alles andere gewissermaßen aus den Augen verliert. Und nochmal, die Zeit ist extrem knapp bemessen. Die Studierenden haben einen Workload, der kommt ungefähr dem gleich, was ein Minister tut, vermute ich mal. Nur müsste ich jetzt also schätzen, Herr Biesenbach. Deswegen also meine Warnung, warum noch mehr reinpacken? Und wenn wir noch mehr reinpacken und nicht nur in Form von freiwilligen Angeboten, sondern eben in Form von Prüfungs- und meinetwegen, also als Schwerpunkt könnte man drüber nachdenken, finde ich. Das ist eine andere Sache. Aber hat es den Stellenwert wie eine solide Ausbildung im BGB? Hat es den Stellenwert wie eine Verfassungsgeschichte? Hat es den Stellenwert wie die Rechtsphilosophie? Das wäre meine Frage. Kann ich mich sonst vielleicht noch mal dazu äußern? Ich wundere mich über diesen Gegensatz, der hier besteht, weil auch wieder, auch jetzt wieder, ich bin in ganz weiten Teilen Ihrer Meinung, Frau Giacke, und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der juristischen Ausbildung ist. Wenn man sich wirklich vor Augen führt, was man im Jurastudium lernt, und deswegen ist es auch, glaube ich, so anspruchsvoll, ist doch letzten Endes, dass ein gut ausgebildeter Jurist ein ihm bis dato völlig fremdes Problem vorgelegt kriegt. Sie haben das Thema Infektionsschutz genannt und er hat letzten Endes das Handwerkszeug in der Ausbildung an die Hand bekommen, gelernt, verstanden, wie er dieses Problem in seine Einzelteile zerlegt, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt, ordentlich so summiert und zu einem in jedem Fall mal vertretbaren Ergebnis zuführt. So. Und ich kann es, wie gesagt, nur ganz deutlich wiederholen, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich kann auch sozusagen als Vertreter, der ich dann jetzt hier auch vorgestellt worden bin, der Anwaltschaft sagen, dass das auch absolut im Interesse von uns als Kanzlei und, glaube ich, auch sämtlicher Wettbewerber ist. Wir wollen Menschen, die sozusagen frei denken können, die nicht nur sagen, ich habe im Studium X gelernt und wenn Sie mir jetzt hier Y geben, dann schmeiße ich sofort die Hände in die Luft und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also das ist überhaupt nicht unser Interesse. Und da kann ich auch nur alle Studierenden hier sozusagen auffordern, durchaus die Vorteile der deutschen juristischen Ausbildung so wahrzunehmen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, das kann aber doch nicht heißen, dass wir in der Art und Weise, wie wir an dieses Studium und an diese Ausbildung herangehen,
im Prinzip genauso arbeiten wie vor 150 Jahren. Das kann es ja nicht sein. Ja, also da müssen wir doch, können wir doch nicht die Augen von der Wirklichkeit verschließen. Und da ist es eben in ganz vielen Bereichen so, und Herr Ort hat es aus der Gerichtsbarkeit genannt, und das ist in der Anwaltschaft auch nicht anders, und das spielt eben auch keine Rolle, ob wir da über die Flight Rights dieser Welt oder weniger Miete dieser Welt reden, also sprich über die ganz kleinen Streitwerte, oder eben ob wir über die vielleicht größeren Streitwerte sprechen. Digitalisierung, Legal Tech ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Herangehensweise. Wissen Sie, ich mache Ihnen ein konkretes Beispiel. Ich habe mich schon vor 25 Jahren, als ich in Freiburg im ersten Semester angefangen habe zu studieren, gewundert, warum ich dort als Student nicht an einer Veranstaltung zur juristischen Methodenlehre teilnehmen konnte. Das war eine hochexklusive Veranstaltung. Da wurde unter 450 Erstsemestern 40 glückliche Menschen rausgelost, von denen vielleicht sogar noch die Hälfte es gar nicht wollten. Und ich sage Ihnen, genau so betrachte ich eben auch Legal Tech oder die Digitalisierung. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil eben dieses Lernprozesses. Wie gehe ich an komplexe Sachverhalte ran? Wie wende ich das Recht an, was ich vielleicht bis dato überhaupt nicht kenne? Und da kann ich mich eben nur wiederholen. Das ist etwas anderes als eine Fremdsprache oder als ob ich hier nochmal ein gutes Praktikum gemacht habe. Das ist in meinen Augen ein ganz wesentlicher Bestandteil eben auch der Ausbildung. Jedenfalls sollte es das sein. Und das heißt ja nicht, und auch Herr Minister, ich glaube, ich bin in der Anwendung bin ich zum Beispiel auch durchaus bei Ihnen. Ja, für mich wäre das auch kein Optimalzustand, wenn irgendeine App in Zukunft sozusagen entscheiden könnte, was ist Recht oder Unrecht. Aber ich kann es nur wiederholen, ich glaube, darum geht es nicht. An der Stelle hier setzen wir zunächst mal viel früher an, und ich glaube, für die Studierenden ist es einfach total wichtig, dass die Digitalisierung nicht irgendwie so ein Add-on ist, sondern dass es einfach Bestandteil dieser und auch durchaus klassischen juristischen Ausbildung ist. Vielen Dank. Vielleicht darf ich daran nochmal anknüpfen an die Ausführungen von dir, Max Findeisen. Vielleicht aus unserer Sicht nochmal betrachtet, weshalb wir auch diesen Antrag heute in das Plenum des Landtags eingebracht haben. Uns als NRW-Koalition sind zwei Punkte enorm wichtig. Das eine ist ein relativ einfacher, und da sind wir uns, glaube ich, hier einig, ist der Punkt, dass wir neue Formate für die Vermittlung von Lehrinhalten brauchen. Also das hat sich ja jetzt durch Corona schon entwickelt. Also die digitalen Veranstaltungen, teilweise auch in hybrider Durchführung etc. etc., das sollte in unseren Augen auch weit über die Corona-Krise hinaus dann beibehalten werden können. Da spielt natürlich auch so ein bisschen die Rolle, wie geht man mit Lernmaterialien um, muss man da auch neue Wege gehen. Ich glaube, der andere Punkt ist halt, dass wir natürlich auch schauen müssen, welche Thematiken spielen zukünftig eine große Rolle, auch Rechtsfragen. Also ich denke an E-Persönlichkeit, Haftungsfragen bei der Verwendung von KI, Fragen nach der Verantwortlichkeit, der strafrechtlichen Schuld etc. Das sind, glaube ich, alles Themenbereiche, mit denen die Studenten in Berührung kommen sollten im Rahmen ihres Studiums. Ich will noch in einem Satz noch auf Frau Gierhake eingehen, weil Sie in Ihrem Statement nochmal auf die eigene Professur eingegangen sind. Unser Antrag, das will ich auch hier nochmal ganz deutlich artikulieren, enthält einen Prüfauftrag. Nämlich einen Prüfauftrag dahingehend, inwiefern man Digitalisierung und Legal Tech noch stärker ins Studium und in die Lehre einbinden kann durch eine eigene Professur. Also das ist erstmal offen gehalten, aber ich glaube, wir müssen uns diesen Themenbereich einfach stellen. Ich kann Ihre Sorge verstehen und Ihren Hinweis verstehen, dass Sie sagen, das kann nur ein Add-on sein, dafür kann kein anderes klassisches Lehrfach oder keine Professur in einem klassischen Lehrfach wegfallen. Das kann ich nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir offen denken müssen, denn nochmal, wir setzen ja jetzt den Grundstein für die Juristen der Zukunft, und wir wollen eine Ausbildung, die zukunftsgerichtet und modern ausgestaltet ist. Das ist so unser Petitum, wofür wir uns einsetzen möchten. Herr Welser, darf ich mich nochmal einschalten? Ja, das ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin im Augenblick kaum noch in der Lage, mitzudiskutieren. Warum?
weil mir immer noch nicht klar ist, worüber reden wir eigentlich. Wenn ich hier den Herrn Findeisen höre, kann ich alles nachvollziehen. Aber das ist Frage, die Sie in der universitären Fragestation eigentlich klären müssen. Was war Erwin der Bild mit Ihrem Antrag? Dass wir Methodenlehre von Anfang an anbieten, ist doch gar keine Frage mehr. Und die Frage ist, was erwarte ich eigentlich davon? Und ich bin mir jetzt immer noch nicht klar, was Sie mit Digitalisierung meinen, die wir in die Ausbildung bringen sollen. Tools verwenden ist auch, mein Gott, das tun wir heute doch längst alles. So, und dass Sie, dafür muss ich aber dann mich nicht um Haftungsfragen kümmern, da verstehe ich für Erwin auch nicht, das wird doch geklärt. Das ist eine Sache, die Rechtsprechung rausbringt, da werden wir ganz einfache Materien, da müssen wir nichts groß was dran ändern. Das wissen wir auch im Bereich etwa des autonomen Fahrens. Da muss ich keine neuen Haftungsregeln bringen, soweit sie nicht geklärt sind. Ich muss nur in der Lage sein, die Dinge, die da sind, anzuwenden. Und das ist dann die Kernkompetenz. Und deswegen machen Sie mich im Augenblick ein bisschen ratlos, weil ich gar nicht weiß, was wir mit unserem Gesetzentwurf noch ändern können oder sollen. Wir sorgen dafür, welche Voraussetzungen das Studium erfüllen soll, mit welchen Qualifikationen jemand von der Universität kommt und nach dem zweiten Staatsexamen. Von daher habe ich jetzt noch nicht die Möglichkeit gefunden zu sagen, was können wir denn wirklich ändern? Wir sagen, ja, zu den Schlüsselqualifikationen zählt es. Und wenn es heißt, dann macht doch einen Schwerpunkt draus, das ist universitärer Bereich. Also wenn Sie mich mal fragen, ich nehme bis jetzt noch nicht mit, welche Wünsche Sie an uns haben oder an mich. Ja, in einem offenen Brief ja vorgestellt, dass wir eben nicht nur digitale Kompetenz vermitteln, um juristische Sachverhalte beurteilen zu können, sondern wissen, wie wir unsere Arbeitsweise digitalisieren können, sodass uns das Arbeit abnehmen. Aber ich würde die Frage umdrehen. Herr Minister, Sie schreiben ja, digitale Kompetenz soll nun Schlüsselqualifikation sein. Was beinhaltet das denn für Sie? Also was muss Digitalisierung in der Juristenausbildung für eine Rolle spielen? Nee, Sie haben gerade einen großen Unterschied definiert. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Juristen ausbilden, die digitalisieren. Und ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung Hilfsmittel ist für die juristische Arbeit. Okay, aber müssen wir nicht darin schulen, diese Hilfsmittel anzuwenden oder erst zu schaffen? Ein Programmierer weiß doch nicht, was er programmieren soll, wenn kein Jurist ihm überhaupt mal das Anforderungsprotokoll schreiben kann. Hey, das in meiner Arbeit könntest du automatisieren. Oder der Gesetzgeber sagt, hier, mach doch mal bitte Computational Law. Oder der Richter sagt, kannst du bitte irgendwie mir eine Hilfe machen, dass die Urteile oder das Strafmaß vereinheitlicht wird. Darum geht's. Also diese Hilfsmittel, von denen Sie sprechen, müssen wir in der Ausbildung nicht genau darauf eingehen, wie man die schafft und wie man die anwendet. Ich nehme jetzt nochmal wieder Anleihe bei Frau Professor Giahke. Die hat gesagt, das wird er können, wenn er da reingeht. Nicht jeder Jurist muss programmieren können. Nicht jeder Jurist, nicht der Richter und auch nicht der Rechtsanwalt muss in der Lage sein, Anforderungen an ein Programm zu stellen. Das machen von mir aus nachher Spezialisten. Nur was ich nicht will, dass Sie beispielsweise ein Tool bekommen, mit dem Sie in der Lage sind, das Strafmaß zu vereinheitlichen. Und das ist genau das, was mir Übelkeit bereitet, zu sagen, ich bin in der Lage, unterschiedliche Sachverhalte mit Hilfe einer App nachher zu vereinheitlichen. Das darf und wird es auch, glaube ich, nicht geben. Dazu ist das Verfassungsrecht bei uns Gott sei Dank ein anderes. Ja, genau das ist ja jetzt der entscheidende Punkt. Ich glaube, da sind wir dann anderer Meinung. Wir wollen auch nicht, dass jeder Jurist programmieren lernen kann. Das wäre ja Wahnsinn. Das soll man vielleicht in Zusatzausbildung machen können, wenn man möchte. Aber wir sind schon der Meinung, dass jeder zumindest ein Grundbewusstsein dafür haben muss, dass Recht auch etwas ist, das digitalisierbar sein kann. Und ich glaube, da gehen wir dann auseinander. Und wir glauben auch, dass jeder in der Lage sein sollte, sich selber zu reflektieren, wenn er handelt, wenn er Recht anwendet, was davon vielleicht digitalisiert werden könnte, um das dann irgendwem in Auftrag zu geben. Und das machen dann natürlich Spezialisten. Das machen Programmierer und das machen diejenigen, die sich daran spezialisiert haben. Und jetzt haben Sie ja gesagt, ja, wer das machen will, wer diese Werkzeuge entwickeln will, das sind irgendwelche Spezialisten. Wer macht die denn? Und das ist jetzt genau die Frage. Sollten wir nicht in der Universität zumindest allen erstmal sagen, das gibt es? Ich habe im November meine mündliche Prüfung im Staatsexamen gehabt und noch nie in meinem Leben was von Digitalisierung in meinem Studium gehört. Sollte man das nicht zumindest ändern und dann etwas Weiterführendes anbieten für diejenigen, die dann diese Spezialisten werden wollen? Und das ist genau die Frage.
Dürfte ich da noch etwas zu sagen? Ich finde das sehr interessant, Herr Welter. Ich erinnere mich auch nochmal an Ihre Einführung, was sozusagen Ihre Motivation ist, diesen Digitalisierungskomplex als Teil des juristischen Studiums stark zu machen. Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, Sie können mich gerne korrigieren, haben sehr viele Gesichtspunkte genannt, die etwas mit Effizienz zu tun haben. Beispielsweise von Prozesszeiten. Gerade im Verwaltungsrecht wünschen wir uns das, glaube ich, alle. Im Strafrecht sicher auch. Das ist per se wünschenswert, hat aber eigentlich mit dem Recht und dem Denken des Rechts nichts zu tun. Es sei denn, man sagt, es gehört zum Recht auch hinzu, dass ein Bürger irgendwann mal in einem überschaubaren Zeitraum eben wissen muss, wie das Urteil aussieht. So. Ansonsten, und das überspitze ich jetzt mal, was das grundsätzliche Denken angeht, widersprechen sich Effizienzdenken und Rechtsdenken. Nochmal, widersprechen sich. Das heißt, ein ökonomischer Ansatz ist nachvollziehbar für die eigentliche Tätigkeit, die dann ein Jurist ausübt, beispielsweise in der Anwaltschaft. Da ist es sogar ein ganz entscheidender Gedanke. Ja, da ist es klar, man will damit Geld verdienen. Ich kenne das aus eigener Anschauung sehr gut. Wenn der Mandant nicht zahlt, hat man ein Problem. So. Das Effizienzdenken als solches ist aber toxisch, sobald es auf die Rechtsfragen selbst angewendet wird. Denn ein schneller Prozess ist nicht per se ein guter Prozess und schon gar nicht, was das Ergebnis angeht, was immer noch an dem Maßstab der Gerechtigkeit sich aus... Also vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich würde davon auch nicht abrücken wollen. Jetzt kommt Ihre Frage ins Spiel, Herr Welter. Rede ich sozusagen wie am Ende des 19. Jahrhunderts? Kann man so überhaupt noch denken? Antwort, man muss sogar so denken und muss sich aber trotzdem nicht verschließen. Und ich glaube, ich hoffe, das auch sagen zu können, ich verschließe mich gar nicht der Tatsache, dass in dem Bereich, den Sie fördern wollen, viel passiert. Und da ist es in der Tat wünschenswert, dass wir als Juristen ein Verständnis dafür entwickeln. Das finde ich richtig. Also nochmal, ich habe jetzt gerade ganz viele Berufungsverfahren geführt und ein Kandidat hat genau das mal zum Gegenstand eines Vortrags gemacht, das hat mich sehr angesprochen, zu sagen, ich möchte euch Juristen, und er war selber einer, mit den Informatikern zusammenbringen und euch jeweils die Möglichkeit geben, die Denkweise des anderen kennenzulernen. Und das ist ja ein Teil dessen, was sie fordern. Das stimmt und das, glaube ich, ist wertvoll. Die Frage ist aber nochmal, kann das gewissermaßen als, ja, jetzt überspitze ich wieder, als Ersatz dessen gelten, was wir als Juristen kennen und tun müssen? Ist es ein Plus? Dann ist die Frage, wie integrieren wir das vernünftig? Ich bin jetzt mal ganz praktisch. Wo im Studium kann man das integrieren? Und wenn ja, ist so etwas ein freiwilliges, sagen wir mal, Zusatzgebilde? Oder ist es Teil der Pflichtausbildung? Und Frau Erwin, ich spreche Sie jetzt nochmal direkt an, weil ich so Schwierigkeiten häufig mit diesem typischen, entschuldigen Sie das Wort, Politikersprech habe. Sie sagen immer zukunftsgerichtet, modern. Das Gegenstück wäre rückwärtsgerichtet und unmodern. Ja, das hat ja keinen Wert an sich, sondern es ist entweder gut oder schlecht und man muss sich überlegen, ist es sinnvoll und richtig unter den Gesichtspunkten, die man für entscheidend hält? Oder ist die Zukunftsfähigkeit per se etwas, wo wir sozusagen hinterherlaufen müssen? Das reichen wir aber nie, weil die Zukunft immer vor uns liegt. Also ich will warnen davor, dass man gewissermaßen alles über den Haufen schmeißt und glaubt, wir müssten jetzt etwas ganz Neues aus dem Boden stampfen. Ich habe Schwierigkeiten mit dieser Art von Argumentation. So vielleicht. Kann ich da kurz anhören? Frau Gierke, meinen Sie nicht, dass genau aus diesen von Ihnen genannten Gründen es eben doch so wichtig ist, dass es Teil der Ausbildung sein sollte? Denn um genau das so differenziert darstellen zu können, wie Sie das gerade getan haben, muss man es eben komplett verstanden haben. Und deswegen sollte man eben auch in dem Bereich Vorlesungen besucht haben. Also um es auch wieder dann durchaus hier in meine Praxis zu bringen. Ich würde es schon begrüßen, wenn Juristen in der Lage sind, zumindest einen Algorithmus einigermaßen nachvollziehen zu können, der jetzt 1000 Verträge untersucht und mir anschließend bestimmte Klauseln auswirft. Ich kann auch diesen Algorithmus eben nur vernünftig verwenden,
wenn ich mal verstanden habe, wie auch die Maschine da rangeht, und nämlich die geht da nur ran, wenn ich sie entsprechend füttere vorher, also muss ich auch da das komplette Konzept ja eben vollständig durchdrungen haben, um mir eben diese Dinge zu Nutzen machen zu können. Und wenn ich das nämlich nicht kann, dann entsteht ja gerade die Gefahr und Gefahren, die Sie und auch Herr Minister Biesenbach hier aufzählen. Aber wie gesagt, damit liefern Sie eigentlich genau die Argumente, warum es nämlich sehr wohl wichtiger Teil der Ausbildung sein sollte. Und letzter Anschlusskommentar dazu. Ich kann Ihnen sagen, dass in den Rechtsabteilungen der großen deutschen Unternehmen weiträumig Legal Ops, also Legal Operations, aufgebaut wird. Das sind Teams, die bestehen aus IT-Lern und Juristen. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Bereich eben nicht komplett den IT-Lern überlassen, weil ich dann nämlich durchaus die Risiken sehe, die Sie hier auch genannt haben und wo ich auch wieder inhaltlich völlig bei Ihnen bin. Aber last but not least, genau deshalb, genau aus diesen Gründen ist es in meinen Augen absolut notwendig, dass wir uns eben auch in der Ausbildung massiv mit diesen Dingen auseinandersetzen und nicht irgendwie nur als Add-on an der Seite. Möchte ich auch noch ganz kurz nochmal dazu melden und aber dann auch gerne nochmal die Meinung der anderen drei Teilnehmer hören. Ich schließe mich da, Herr Dr. Findeisen, vollkommen an. Genau darin müssen wir ja ausbilden und auch ethische Fragen. Wollen wir das überhaupt? Bis wohin wollen wir Urteilsharmonisierung und so weiter? Das muss ja erstmal ausgebildet werden, damit der kritisch denkende Jurist sich dazu eine Meinung bilden kann. Und ist das jetzt eine freiwillig oder eine Zusatzausbildung oder so? Das wäre ja im Grunde dann der zweite Schritt, dass wir dann sagen, okay, wir wollen zwar in Legal Tech irgendwie ausbilden, aber wie soll es konkret aussehen? Können wir jetzt gerne drüber sprechen. Jetzt hat der erste Teil ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, aber ist ja auch sehr spannend und kontrovers offenbar. Ich habe aber den Eindruck, dass Sie irgendwie versuchen oder dass Sie mit einem Argumentum ad absurdum versuchen, im Grunde gerade die Fälle rauszupicken, wo Legal Tech natürlich scheitern muss, weil es irgendwie um Prozesse geht, die hochwertend sind, vielleicht auch gerade im Strafrecht. Und ich glaube aber, dass es da drunter, und Sie sagen auch, Effizienz ist ja nicht unbedingt gut, aber ein extrem langer Prozess, da hat auch kein Bürger ein Interesse dran. Und da ist vielleicht auch gut, wenn wir den irgendwie schnell zu Ende bringen und es dann ja immer noch vielleicht eine andere Instanz darüber gibt, die das kontrollieren kann. Aber Legal Tech im Gericht, das ist ja erstmal schon ein extrem hoher Einsatzort, der es ja auch nicht direkt sein muss. Jetzt ist ja erstmal die Frage, wollen wir darin ausbilden oder nicht, und nicht, wollen wir Richterroboter haben? Das ist bestimmt eine sehr gute Frage. Wir müssen Juristen ausbilden, die darauf eine Antwort finden können, und darüber können wir dann sprechen, wenn Digitalkompetenz erworben wurde. Und ja, das wollte ich nur noch sagen, aber gerne die anderen drei Teilnehmer auch nochmal ihre Meinung dazu. Ja, also ich sag gerne nochmal was dazu, weil ich allen Vorrednern wieder Recht geben muss, Herrn Biesenbach, Frau Gierhake und auch Herrn Findeisen. Und natürlich hat Herr Biesenbach Recht, wenn er sagt, also wir wissen noch gar nicht so genau, worüber wir eigentlich reden. Und für mich ist diese Veranstaltung schon sehr viel wert, deswegen, weil sich das immer mehr rauskristallisiert. Ich glaube nicht, dass wir in erster Linie über Legal Tech reden, sondern wir sprechen, und das finde ich ganz wichtig, über den Terminus digitale Kompetenz, wie er bereits Einfluss in das Gesetz gefunden hat. Wir wissen, dass wir, was die Digitalkompetenz unserer Schüler nicht so gut dastehen, wie wir international dastehen sollten. Da haben wir Defizite, die haben wir dank Corona aufholen können mit großen Anstrengungen auf allen Bereichen. Wir wissen, dass diese Schüler nicht so gut ausgebildet, wie sie sein könnten, mit Digitalkompetenz an die Universitäten kommen. Das heißt, wären die Universitäten gefordert zu ergänzen. Die spannende Frage, wer soll das erledigen in der Lehre? Kann das der klassische juristische Hochschullehrer? Ich würde sagen, im Status quo eben noch nicht. Oder die Frage, muss das tatsächlich ein Hochschullehrer machen? Oder müssen wir einen großen Teil der Digitalkompetenz auch sicherstellen auf anderen Bildungswegen? Also da gehört natürlich ein Großteil schon in die Schule. Was für mich auch völlig klar ist, dass wir ohne Vermittlung von Digitalkompetenz
im juristischen Beruf nicht auskommen werden. Und wir müssen sagen, sie findet ja heute schon statt. Wir haben doch in allen Rechtsgebieten schon jetzt Bezüge zur Digitalisierung. Auch wenn wir uns alleine die aktuelle Rechtsprechung der Obergerichte zum Zugang von Willenserklärungen im elektronischen Rechtsverkehr anschauen. Wenn ich mir im klassischen Strafrecht Gedanken mache über die Verantwortlichkeit von KI, wenn beim automatisierten Autofahren Unfälle passieren und Menschen verletzt werden. Wenn ich im öffentlichen Recht mir überlege, inwieweit kann ich Algorithmen damit beauftragen, Rechtsetzungsgrundlagen herauszuarbeiten. Die Bezüge sind da, die müssen stark vermittelt werden und das lässt sich ja durch eine Änderung des JAG an einer ganz anderen Stelle erreichen, indem wir in der Fächerübersicht ergänzen, dass die Bezüge zur Digitalisierung darzustellen sind. Ohne die kann nämlich in 7 Jahren jemand, der heute anfängt zu studieren, ohnehin nicht mehr arbeiten. So, die Frage ist, also das müssen wir auf jeden Fall vermitteln und ich glaube, da wird Frau Gierhake auch nicht widersprechen wollen für die klassische Lehre. Diese Kompetenzen, wo sie ureigene Verwebungen hat mit der juristischen Materie, müssen gebracht werden. Und auch Herr Findeisen hat natürlich recht. Das ist ja auch eine Aufgabe, die ich als Rechtsanwalt, Staatsanwalt und Richter demnächst zu lösen haben werde, wenn ich die Verantwortlichkeit eines Programmierers, eines Softwareherstellers oder eines Entwicklers überprüfe. Was hat der mir denn da für einen Algorithmus vorgelegt? Worauf beruht er? Welche Datengrundlage hat er? Selbstverständlich kann ich mich als Richter immer auf die angenehme Möglichkeit zurückziehen, einen Sachverständigen einzuschalten. Aber das Sachverständigengutachten kann ich doch überhaupt nur verstehen, wenn ich die entsprechenden Kompetenzen mitbekommen habe. Das rechtfertigt möglicherweise eine Art Grundlagenfach, wo man auch diese Bezüge, die Sie haben wollen, also vielleicht die Übertragbarkeit, bisschen wie ein Programmierer denken. Und das ist der zweite Bereich der Lehre, der betroffen ist. Und der dritte Bereich der Lehre, der betroffen ist, wäre tatsächlich, und das ist, da bin ich völlig bei Frau Gierhake, das, was am einfachsten geht, ein Schwerpunktbereich, Legal Tech, digitale Kompetenz. Und da würde man auch fantastische Lehrer finden und fantastische Studierende, die sich mit großem Interesse da einbringen wollen. Also ich glaube, ich hoffe, Herr Biesenbart, das hat so ein bisschen klar gemacht, was ich denke, worüber wir reden. Und wenn die Veranstaltung eins gebracht hat, dass wir das mal ganz deutlich sortieren. Ich würde da vielleicht gerne nochmal ergänzen wollen. Ich glaube, Herr Orth hat sehr viele richtige Sachen gesagt. Aus meiner Sicht, ja natürlich, ganz klar gesagt, wir müssen ausbilden im Bereich digitale Kompetenz, Legal Tech, Digitalisierung, KI. Ich glaube, dass es sinnvoll und notwendig ist, dass wir das tun. Wenn wir über die Frage allerdings sprechen, in welcher Art und Weise wir das in das Studium integrieren, sei es durch ein Grundlagenfach, sei es durch einen Schwerpunktbereich etc. etc., da möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass aus meiner Sicht da ein Dialog stattfinden muss mit den Hochschulen. Wir sind da auch in der Hochschulfreiheit, in der Ausgestaltung, wie wird es dann vor Ort tatsächlich gemacht. Also von daher wäre mein Ansatz zu sagen, einfach mal den Dialog zu starten, zu schauen, wo gibt es eventuell schon gute Ansätze, kann man die vielleicht nicht ausdehnen, wo könnte man Weiterentwicklungen vornehmen, aber ich glaube, dass das eine gemeinsame Aufgabe ist, die geleistet werden muss zwischen Landesregierung, Hochschulen, juristischen Fakultäten, den dort Lehrenden. Die Studierenden sollte man natürlich auch mit berücksichtigen, um dann zu schauen, dass man da auch ein ausgewogenes Ausgestaltungskonzept entwickeln kann. Darf ich da nochmal rein? Ich bin ja heute Abend hier, um möglichst Ideen von Ihnen mitzunehmen. Was können wir noch an unserem Entwurf JAG? Ich habe im Augenblick da noch nicht viele neue Erkenntnisse. Die beiden Welter, die Sie sich gewünscht haben, haben wir drin. Die restlichen Fragen, meine ich, müssen wir dann infolge des Auftrags, den wir demnächst vom Landtag bekommen, mit den Unis besprechen. Also wenn ich jetzt mal höre, Methodenlehre. Okay, muss man drüber nachdenken. In die Methodenlehre kann man dann auch vielleicht reinpacken,
wie bediene ich denn heute eine juristische Datenbank? Wahrscheinlich wird es auch dann eine Menge Leute geben, die bei den Arbeiten da noch nicht so recht mit umgehen können. Das gehört dazu. Aber die anderen Fragen, Herr Welter, diese ethischen, ja mein Gott, wir haben da rechtsphilosophische Vorlesungen heute in jedem Grundstudium. Ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen von Professor Gerhake sich damit auch beschäftigen, auseinandersetzen. Also wenn es darum geht, diese Fragen anzusprechen, würde ich doch gerne dabei helfen, dass wir das auch tun. Und wir werden ja die Überlegungen mit den Universitäten, mit den Fakultäten führen. Wir haben gerade noch mit den Dekanen unserer juristischen Studiengänge zusammengesessen. Da passiert doch viel. Da sind ja auch digitale Angebote drin. Das alles, glaube ich, können wir einigermaßen hinkriegen. Wo mir noch die Idee fehlt, das umzusetzen, Herr Windeisen, Studenten klarzumachen, hinterher zu begreifen, wie ein Algorithmus funktioniert und auf welcher Basis er arbeitet. Das müssen Sie mir vielleicht nochmal sagen, wie wir das in die Ausbildung packen können. Okay, Herr Dr. Findersen, wollen wir es so machen, dass ich kurz was zu dem Thema sage, was wir uns ja wünschen, was noch geändert wird, und dann könnten Sie darauf sofort antworten. Also, in Ihrem Gesetz steht ja die digitale Kompetenz, Schlüsselkompetenzen, wie die digitale Kompetenz und wie Herr Dr. Findeisen richtig anmerkte, steht das in einem Satz mit Fremdsprachen. Wird also etwa verglichen in der Gesetzesbegründung, ist die Rede davon, dass man digitale Kompetenzen braucht, um digitale Sachverhalte entscheiden zu können. Nicht aber digitale Kompetenzen um meine Arbeit, um die Rechtsanwendung. Völlig unabhängig, auch wenn ich einen Bauernhof juristisch beurteile, wie ich da mit digitalen Hilfsmitteln eben meine Arbeit, das Recht anwenden, besser machen kann oder auch mit digitalen Tools Rechtsdurchsetzung, Rechtsfindung für den Bürger eben besser mache. Was wir uns konkret wünschen würden, ist, dass man eben das mit digitaler Kompetenz konkretisiert, dass man eben sagt, und so haben wir es in unserem offenen Brief formuliert, dass Inhalt des Studiums ist, ein Bewusstsein für den potenziellen Einfluss der Digitalisierung auf das Recht zu schaffen, nicht auf das Leben da draußen, was wir dann, worüber wir entscheiden müssen, und die technologischen sowie methodischen Grundlagen einer digitalen juristischen Arbeitsweise, dass die vermittelt werden. Und das ist für mich, für uns, eine extrem rechtsmethodische Frage, weil wir uns eben jetzt plötzlich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit Gedanken darüber machen müssen, Mensch, wie kann ich Recht anwenden lassen durch Werkzeuge? Es ist nicht mehr nur der Mensch, der Recht irgendwie anwenden kann. Ja, irgendwie der Weber hat schon früher irgendwie eine Dampfmaschine bekommen, mit der er jetzt Kleidung weben konnte. Wir haben mit der Digitalisierung jetzt die Möglichkeit, auch Recht uns aus den Händen zu geben und Werkzeuge zu bauen und einfach nur an der Universität ein Grundbewusstsein dafür schaffen, dass das geht. Das wusste ich vorher nicht, hat mir die Universität nicht beigebracht. Und dann für diejenigen, die, wo der Funk übergesprungen ist, die da Spezialisten drin werden wollen, es auch Zusatzausbildung gibt. Das ist im Grunde ganz konkret gesagt unser Wunsch an Sie. Und Herr Dr. Findeisen, Sie wurden ja auch noch mal gerade direkt angesprochen, wie Sie sich das mit den Algorithmen vorstellen. Ja, darf ich nur eben Herrn Welter noch was fragen, dann können Sie darauf bitte eingehen. Herr Welter, vertreten Sie ernsthaft die These, es soll ausgebildet werden, wie ich Rechtsanwendung durch Werkzeuge erfolgen lassen kann? Und Rechtsfindung, ja. Sie sind gerade noch stumm. Sie sind auf Mute. Ah ja, da werden wir uns nicht einig werden. Ja, da ist jetzt die Frage, wird das nicht vielleicht auch wieder auf die Spitze getrieben, indem man sagt, man hat jetzt nur Sachverhalte vor Augen, wo natürlich nur der Mensch sein sollte. Ja, wenn man darüber richtet, wer kommt ins Gefängnis und wer nicht, da sagt ja keiner, das soll ein Roboter machen. Aber gibt es nicht einen ganz breiten Sockel der Pyramide in Sachen Recht, in Sachen Rechtsanwendung und auch außerhalb der Justiz, wenn der Bürger wissen will, was Recht ist, wo wir mit digitalen Werkzeugen doch irgendwie die Gerechtigkeit erhöhen können und den Access to Justice auch erhöhen können? Gibt es da nicht irgendwelche Hilfsmittel, wo Sie sagen würden, doch, die könnten wir einsetzen für einen besseren, effizienteren Rechtsstaat? Was würden Sie sagen? Nein, Sie bleiben so abstrakt. Zu dem, was Sie sagen, kann ich ja oder nein sagen, nur ich verstehe Sie nicht, was Sie meinen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Die Niederlanden zum Beispiel erlassen nicht einfach Gesetze und lassen die Bürger damit im Regen stehen. Nein, die haben für viele Gesetze Expertensysteme, wo man online nachgucken kann, wofür brauche ich eine Genehmigung, wie ist die Rechtslage, wo muss ich welche Gebühr bezahlen. Meinetwegen auch für Steuerrecht vielleicht interessant, dass man einfach mal lernt, okay, die Wenn-Dann-Bedingungen des Gesetzes lassen sich auch in Code übersetzen. Wie kann ein Online-Gericht funktionieren?
dann braucht nicht über Verbraucherrecht reden, wenn es kein Mensch durchsetzen kann, weil kein Mensch gegen Ryanair oder so ankommt. Dass man sich da fragt, wie kann man das digital durchsetzen? Wie kann man an der zentralen Akte arbeiten, dass der Bürger jederzeit sich informieren kann, wie ist mein Gerichtsstand? Dass das Smartphone mir sagt, wenn du jetzt hier in diesen Bereich gehst, gelten die und die Rechtsvorschriften. Dass das Parlament Computational Law, berechenbares Recht erlässt, und der Bürger das mit Geräten wie seinem Smartphone lesen kann. All das, darum geht's. Wir sind immer noch stumm. Ja, aber das ist doch die Rechtsanwendung, das ist doch keine Ausbildung. Das ist eine Informationsdarstellung, wie Sie wollen. Das muss ich denn nicht Ausbildung bringen. Wer soll das denn programmieren? Wer soll denn überhaupt aufzeigen, hallo liebe Programmierer, dieses Bedürfnis gibt es? Wer soll diese Ideen entwickeln? Wollen Sie Programmierer oder wollen Sie Leute, die Recht anwenden können, Juristen? Ich will Leute, die den Programmierern sagen können, das hier könnte man automatisieren, diesen Teil der Rechtsanwendung. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben. Ich habe in der Kanzlei gearbeitet, die Massenverfahren gemacht hat. Ich wurde pro Klageschrift bezahlt. Ich habe 2 Stunden für eine gebraucht, bis ich irgendwann gesagt habe, das ist mir zu doof, ich mache immer denselben Handschlag. Habe ein Programm entwickelt, das automatisch die Informationen in die Klageschrift überführt und dann habe ich die in 10 Minuten gemacht. Die haben sich gewundert, aber das ist auch Legal Tech. Das wird jetzt in Kanzleien Document Generator zum Großteil auch praktiziert schon. Aber auch das, wissen das denn die Juristen, bevor sie das erste Mal in der Kanzlei waren, dass man auch Schriftsätze zum Beispiel generieren kann? Was ist damit? Herr Dr. Findeisen, vielleicht wollen Sie sich nun anschließen. Ja, ich meine, Sie hatten mir eben eigentlich die meisten Punkte vorweggenommen. Und im Prinzip, also zum einen habe ich hier im Chat gesehen, dass es wohl tatsächlich so ist, wie es bei mir vor 25 Jahren war, dass also die Methodenlehre durchaus immer noch nicht allgemein verpflichtendes Grundlagenfach ist, sondern eher optional und lückenhaft angeboten wird. Aber das vielleicht mal colorandi causa. Also ich glaube, man kann ja nicht bestreiten, dass es Bereiche gibt, im Bereich, gerade im Bereich Verbraucherschutz, wo Legal Tech, und da muss ich jetzt aufpassen als Vertreter einer Großkanzlei, die hauptsächlich Unternehmen vertritt, aber wo Legal Tech dazu geführt hat, dass sozusagen die Hemmschwelle der Rechtsdurchsetzung auf Seiten der Verbraucher deutlich gesunken ist. Also ich glaube, wie gesagt, die Diskussion müssen wir, glaube ich, nicht ernsthaft führen. Ich wundere mich, wie gesagt, obwohl ich da, glaube ich, selber, habe ich bisher gedacht, einen eher konservativen Ansatz fahre, dass in jedem Bereich hier der Anwendung von Legal Tech oder Digitalisierung gleich immer sofort irgendwie das Ende des Abendlands vermutet wird oder dass man quasi die Rechtsanwendung einer Maschine anvertraut. Es ist doch, wir können doch nicht außer Acht lassen, dass natürlich Maschinen, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, Verträge zu prüfen, einfach uns Menschen sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Wie gesagt, ich kippe gewissermaßen 1000 Mietverträge in eine Software rein und habe der Software vorher erklärt, was ich suche. Und dann spuckt die mir ein Ergebnis aus, wofür ich in der Vergangenheit 30 Anwälte gebraucht habe, die 2 Wochen lang Tag und Nacht arbeiten. So, da können wir ja nicht bestreiten, dass das ein sinnvoller Effizienzgewinn ist. Ja, und wenn es solche Software einmal gibt, dann wird eben auch niemand mehr die 30 Anwälte zahlen. Und Sie können mir glauben, ich hätte als Kanzlei nichts dagegen, wenn die 30 Anwälte bezahlt werden würden. Das wird aber einfach nicht mehr stattfinden. So, und da können wir zum einen die Augen nicht vor verschließen und da müssen wir zum anderen auch keine Angst vor haben. Entscheidend ist aber, dass die Juristen, und auch das haben Herr Welter, haben Sie ja auch gerade schon gesagt, dass die Juristen die Kompetenz haben, zu verstehen, was diese Software macht und dass wir auch die Kompetenz haben, zu verstehen, wo die Grenzen dieser Software sind. Denn natürlich soll kein Algorithmus am Ende des Tages irgendwann einmal ein Strafurteil aussprechen. Da bin ich völlig bei Ihnen und das wäre für mich der absolute Albtraum. Aber genau deshalb ist es absolut essentiell, dass die Studierenden lernen, rechtzeitig lernen, wo diese Grenzen sind und wo der Benefit des Einsatzes ist und wie ich damit umgehe und wie ich diese Technik in mein juristisches Denken integriere und an welchen Stellen ich es nicht integriere.
Und das, ja, da kann ich mich nur wiederholen, das ist für mich kein Add-on, das ist im 21. Jahrhundert, sind wir da jenseits von Feuerbach, das ist absolut essentiell. Und das heißt nicht, ich hatte Rechtsgeschichte im Wahlfach, ich habe da in Berlin 2 Klausuren geschrieben, Frau Gierhake, ich habe da durchaus ein Faible für, aber das hat nichts damit zu tun, wie wir im 21. Jahrhundert das Recht anwenden. Und ich glaube, das JAG enthält vieles, was absolut begrüßenswert ist. Ich sehe aber eben den gegenwärtigen Gesetzentwurf schlicht und ergreifend insoweit als eine vertane Chance. Und ich hoffe, Angela Erwin, dass ihr mit euren Anträgen aus dem Parlament heraus da vielleicht noch den einen oder anderen positiven Input gibt. Vielen Dank. Also ich darf vielleicht nochmal Herrn Welter widersprechen mit aller Vorsicht und möchte nochmal unterstreichen, dass ich ja der Initiative und auch den Gedanken absolut offen gegenüberstehe. Ich glaube aber, dass mit den letzten Fragen an Herrn Biesenbach Sie so ein bisschen das Thema der eigenen Veranstaltung verlassen haben. Das soll nicht so, ist nicht so anmaßend gemeint, wie ich es jetzt gesagt habe. Aber ich glaube, da geht es nicht drum. Wir müssen wirklich ganz genau aufpassen, worüber wir reden. Ich denke, dass viele Probleme der Studierenden, die an die Uni kommen, viel grundlegender, viel niederschwelliger ist. Aber ich habe es gerade auch im Chat gesehen, es haben Leute Probleme, eine juristische Datenbank zu bedienen. Die werden überhaupt nicht richtig darin geschult, die Suchfunktionen zu verwenden. Viele wissen nicht mal, wie sie bei Google, was es bei Google bedeutet, wenn man Anführungszeichen sitzt oder wie ersetzt oder wie man gewisse Wörter von der Suche ausschließen kann. Mal ganz abgesehen von einer wirklich spezifischen, wertvollen Suche in den juristischen Datenbanken. Es gibt Probleme beim Erstellen von Hausarbeiten. Sie können heute noch jeden 17-, 18-, 19-jährigen Studenten mit der Aussage überraschen, dass ihnen Word das Inhaltsverzeichnis automatisch erstellt oder dass sie vielleicht einen Index, eine Indexfunktion haben können. Wir haben, das meinte ich eben, da Kernerarbeit zu leisten. Und darum muss es zunächst mal gehen, damit alle, das braucht jeder Jurist in seinem Beruf, damit jeder diese Voraussetzungen mitbringt. So, ob das die Uni leisten muss oder ob das viel früher an der Schule zu leisten ist, da wollen wir heute Abend nicht drüber sprechen. Ich hätte da eine klare Präferenz, aber das kann nicht sein. Aber das sind doch auch viele, viele Studierende, wie sie heute bei uns an der Uni ankommen und wie sie dann auch ausbilden müssen. So, und wenn Sie dann überlegen, kriege ich denn einen Juristen raus, der einem Programmierer sagen kann, was ist denn der Bedarf? Ich glaube, das ist nicht Ziel unserer juristischen Ausbildung. Das kann, das können wir on top setzen, mit dem Schwerpunktbereich oder so oder wie auch immer. Aber was wir vermitteln müssen, sind die digitalen Grundkompetenzen, wenn sie nicht früher zu vermitteln sind, und ein grundsätzliches Verständnis der Digitalisierung im Recht. Und das läuft in den eigenen Fächern. Ich finde, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem an der Fragesteller, Herr Welter, Sie sind fasziniert für die technischen Möglichkeiten. Sie sind fasziniert von den technischen Möglichkeiten, das bin ich auch. Ich finde das klasse, was alles geht. Aber wenn wir so weit denken und so weit nach vorne schießen, auch in die Zukunft, sind das wichtige Anwendungsbereiche, die betreffen aber nicht alle. Und die Probleme vieler Studierender sind nach meiner Überzeugung viel niederschwelliger. Dürfte ich mich nochmal einschalten, Herr Welter? Oder? Ja, ich würde sagen, genau, schalten Sie sich doch mal ein. Vielleicht kann Herr Minister doch Biesenbach noch mal ein abschließendes Wort fällen, ob er jetzt im Grunde bei der Auffassung bleibt oder doch irgendetwas mitnehmen kann. Und so dann vielleicht, wir sind ja jetzt auch am Ende der Veranstaltung, wir haben im Grunde auch schon überzogen, aber das war sehr kontrovers, dass wir vielleicht noch 1, 2, 3 Fragen loswerden, weil der Chat, der glüht hier im Grunde, dass sich da noch ein paar einschalten können und auch noch mal Ihre Gedanken teilen können. Also sehr gerne fahren Sie fort, Frau Professorin. Ja, ich wollte jetzt nicht Herrn Biesenbach irgendwie ins Wort oder vorgreifen, aber Sie scheinen im Moment auch nicht sich gemeldet zu haben. Also ich wollte noch mal 2, 3 Sachen sagen, sowohl zu Ihnen, Herrn Findeisen, und auch zu Ihnen, Herr Ort. Also ich fange mal rückwärts an, Herr Ort. Das, was Sie sagen, diese Art von Digitalkompetenz, dass man jetzt mal ganz banal einen Index nicht erstellen kann bei Word. Ja, das ist jetzt die einfachste Variante. Oder
dass man auf einer Suche nach einer bestimmten Information entweder das Internet oder eine Datenbank nicht richtig anwendet. Da haben Sie vollkommen recht, das ist ein Skandal, wenn das jemand nicht kann. So. Die Frage ist aber, ist das eine Kernkompetenz eines Juristen? Und lässt sich das nicht, also besser, wenn man es durch eine Zusatzausbildung fördern kann, habe ich da überhaupt nichts gegen. Aber ist es nicht das, was uns eigentlich im Studium immer schon begleitet hat, dass wir ins kalte Wasser geworfen werden und gesagt wurde, naja, jetzt geh halt in die Bibliothek und schreib die Hausarbeit. So. Und heute macht man das eben nicht mehr so, sondern muss sich erst anlernen und erarbeiten, wie man das mit Hilfe von, was weiß ich, irgendeinem Jura-Programm oder so besser kann. Ich will jetzt nicht die ganzen Markennamen auf den Markt werfen. So, das ist die eine Frage. Ich finde es für einen doch meistens recht begabten, intelligenten Studierenden, und da schließe ich mich selber auch noch ein, ist das gar nicht die große Hürde. Er muss es nur machen. Was Herr Findeisen gesagt hat, ist, glaube ich, von der Qualität her etwas anderes. Und da muss ich ehrlich zugeben, darüber muss ich nachdenken, dass es nämlich unter Umständen so sein kann, dass man bestimmte immer wieder vorkommende repetitive Aufgaben einfacher durch etwas lösen kann, was man Legal Tech nennen kann. Weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Damit hätte ich auch so lange kein Problem, als es gewissermaßen eine Informationsauswertung oder so etwas ist. Das fände ich, kann man machen. Eine ganz andere Kategorie kriegt das Ganze, wenn man jetzt gewissermaßen so etwas wie KI oder andere Fragen, die wichtig sind, zum Gegenstand der Lehre und der Ausbildung des Nachdenkens macht. Und es wurde eben die Rechtsphilosophie genannt, da bin ich nun ganz gut zu Hause. Wenn man also beispielsweise, das war, glaube ich, Ihr Beispiel, Frau Erwin, so etwas wie KI, strafrechtliche Schuld, automatisiertes Fahren und so etwas beurteilen will, dann muss man schon verdammt viel drauf haben, um diese Kategorien wirklich auch ordnen zu können. Also zum Beispiel, das hört sich so einfach an, aber wer von Ihnen könnte denn eigentlich sagen, was strafrechtliche Schuld eigentlich ist? Warum das etwas mit der Willensfreiheit der einzelnen Person zu tun hat und warum deswegen man nicht von Schuld sprechen kann, wenn man beispielsweise einen Verband vor sich hat oder gar eine Maschine. Um das wirklich zu durchleuchten, und ich würde sagen, das ist ein Thema, das ansteht, eines unter vielen, ganz klar, müsste man in einem höheren Semester mit maximal 5 bis 10 Personen, die brennen für das Thema, so etwas mal durchdenken und besprechen. Aber wann haben wir diese Möglichkeit in der Ausbildung? Sie müssten am besten pro Fakultät noch 5 kundige Rechtsphilosophen einstellen, die das unter Umständen hinbekommen, um mit den Studierenden, die Anfang 20 sind, die unter Umständen erstmal Probleme haben, überhaupt zu sortieren, in welchem Fach bewege ich mich, was ist strafrechtliche Schuld, was hat das mit der Willensfreiheit zu tun, was ist überhaupt Willensfreiheit, ist das eigentlich eine Grundkomponente, die wir im Recht immer schon voraussetzen, oder kann man die auch, das sind die Neurologen dann, die das sagen, kann man die auch wegdenken? Das sind ja Bezüge, die man nur durch eine intensive Arbeit überhaupt sich klar machen kann. Und das ist die Aufgabe meines Erachtens einer Juristenausbildung, Leute dazu zu bringen, dass sie diese Fähigkeiten haben. Der Rest, also ich will es nicht abwerten, ich will sagen, der Rest ist etwas, worüber ich jedenfalls als Professorin gar nicht so die große Sorge habe, dass die das können, dass sie das hinkriegen. Das Problem mit dem Algorithmus allerdings, das muss ich zugeben, das ist mir jetzt auch gerade erst gekommen, dass das etwas ist, was man vielleicht erstmal begreifen muss, um zu verstehen, wie es funktioniert, um sagen zu können, entweder ich mache es mir zunutze oder ich komme zu dem Ergebnis, das geht eben nicht. Da wäre ich offen für, dass man sich das wirklich nochmal in Ruhe überlegt. Aber zu einer Kernkompetenz des juristischen Studiums gehören meines Erachtens ganz andere Dinge, die längst nicht, bei dem jetzigen Studium längst nicht, auch nur ansatzweise bedient werden. Und das ist meine große Sorge, dass man von diesem, mir wurde eben, glaube ich, im Chat vorgeworfen, von diesem Denken im 19. Jahrhundert, da hat der Teilnehmer ja recht, aber es ist ja nicht so, dass man grundlos sich darüber Gedanken macht, was macht eigentlich eine Person aus? Warum kann die Willenserklärungen schließen und so weiter? Also das will ich jetzt nicht vertiefen.
Ja, besten Dank. Das ist ja eine gute Zusammenfassung, jedenfalls dieser Ansicht, mit der wir nahezu abschließen können. Wie angekündigt, Herr Minister Biesenbach, sagen Sie doch gerne noch mal ein paar abschließende Worte und dann, ich möchte natürlich auch nicht länger festhalten, wenn Sie noch andere Termine haben, aber dann würden wir dann noch Fragen zulassen. Hier ist ja viel los im Chat. Herr Minister, ich freue mich über diese auch sehr differenzierte Diskussion im Chat. Ich glaube, wir haben heute aber Abend auch, selbst wenn es kontrovers klingt, gar nicht so kontrovers diskutiert. Und wir haben für mich mehr gesucht, was soll denn geändert werden? Ich will das nochmal deutlich machen. Vieles von dem, was Sie sagen, ist für mich keine digitale Kompetenz. Das ist Anwendung, indem ich nachher sage, wie verarbeite ich Informationen? Dazu muss ich aber nicht juristische Kernkompetenzen haben. Da muss ich nur jemanden in die Lage versetzen, ein Gesetz übersetzen zu können für den Alltag. Auch mit Herrn Findeisen muss ich noch einmal mich versuchen, ein wenig anzulegen. Ihr Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe jetzt demnächst ein Programm, das analysiert mir einen Vertrag oder analysiert mir 1000 Verträge und arbeitet mir Sachen raus, ich spare damit 30 Anwälte. Na klar, wird es das geben. Aber um dieses Werkzeug programmieren zu können, muss ich nicht im juristischen Studium erlernen. Dazu habe ich Spezialisten, die mir die Filterfunktion auch nachher programmieren. Was aber derjenige können muss, der ihre 1000 Verträge reingibt, der muss in der Lage sein, mit dem Ergebnis umzugehen. Die muss verstehen, kann das denn richtig sein oder nicht. Und das ist die juristische Kernkompetenz, nicht die Digitalisierung. Also die, egal wie wir das jetzt nennen, Werkzeuge anwenden, Herr des Himmels, das werden Sie denjenigen, die zu Ihnen in die Kanzlei kommen, in 4 Wochen beigebracht haben. Das ist doch nicht der Punkt. Deswegen muss er auch den Algorithmus nicht jedes Mal einzeln verstehen. Er muss vielleicht verstehen, wie ein Algorithmus überhaupt funktioniert. Das kriegt man aber in den 16 Wochenstunden hin, die wir ja bei uns selbst mit einem weiteren Semester anbieten. Ich glaube, wir würden vieles auch heute Abend uns leichter tun, wenn wir sagen, wie soll das denn wirklich praktisch aussehen? Und da bin ich wieder bei Frau Professor Gerhake. Die Studierenden haben eine Menge an Material. Aber wir wollen ja auch, deswegen werden wir auch die Klausuren darin verändern. Am Ende eines Studiums und nach der Referendarzeit will ich nicht mal wissen, was hat er gelernt, wie viel Faktenwissen hat er im Kopf. Ist er in der Lage, den Repetitor wiederzugeben? Und dann mein Wunsch ist, und darin spreche ich mit allen, die Klausuren erarbeiten. Bitte die Klausuren so schaffen, dass wir methodisches Wissen und methodisches Können feststellen können. Darum geht es immer. Dass ich am Ende einen Assessor habe, der in der Lage ist, mit der fremden Materie umzugehen. Das Einzelwissen kann er sich dann holen. Dafür gibt es Kommentare oder auch Datenbanken. Das ist mein Wunsch. Was können wir tun, damit ich in der Lage bin, die technische Entwicklung, die wir haben, die es weitergibt, dass wir die anwenden können, ohne jetzt im Grunde halber Programmierer sein zu müssen. Verständnis, aber vorrangig in den Kernkompetenzen. Und das heißt, ich muss ihr Recht anwenden können. Das ist der Weg. Wenn Sie dazu Beispiele und Vorschläge haben, schicken Sie sie uns, schreiben Sie sie uns. Wir sind da nicht zu, sondern machen gerne mit. Aber es muss anwendbar sein in dem Weg, den ich gerade versucht habe, aufzuzeigen. Ich möchte am Ende eines Studiums und am Ende der Referendarzeit Menschen haben, die das Recht, das sie anwenden sollen, verstehen und in der Lage sein, sich auch in fremde Materien einzuarbeiten und dabei natürlich auch die Technik zu nutzen. Wir sind uns auch nur nicht einig, wie tief muss er denn im technischen Wissen sein. Das wäre dann ein Punkt, den könnten wir gerne nochmal weiter diskutieren. Alles klar, besten Dank. Und um auch noch was Persönliches zu sagen, wir finden es ja auch klasse, dass jetzt eben auch Legal Tech Zusatzausbildung angeboten werden können mit einem Freisemester dann honoriert werden. Das ist ja klasse und das öffnet den Universitäten auf jeden Fall Tor, eben hier auch was Entsprechendes bereitzustellen. So, ich habe gerade schon in den Chat geschrieben, wer sich melden will, der soll bitte gerne in den Chat schreiben. Und der erste war Herrn Smet. Schalten Sie gerne Mikrofon und Ihre Kamera frei und legen Sie los. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Mein Name ist Christoph Smet. Ich bin Justiziar an der Universität Bonn, habe also indirekt noch immer mit Studierenden zu tun. Und meines Erachtens, wenn Herr Minister Biesenbach sagt, dass
man ja nicht wissen muss sozusagen, wie es funktioniert. Oder eben sagte er, dafür gibt es ja Spezialisten, die eine Filterfunktion ausüben. Dann frage ich mich natürlich genau, wer sind denn diese Spezialisten? Das sind Programmierer, die sich entweder mal mit Juristen zusammengesetzt haben, weil Juristen ihnen gesagt haben, wir hätten gerne so ein Tool und dann wurde sich auseinandergesetzt. Aber es wäre doch wirklich sinnvoll, wenn man solche Fähigkeiten auch unmittelbar schon im Studium lernen könnte. Und das ist gar nicht so schwierig, denn einer meiner besten Freunde ist Programmierer. Und wir haben schon oft zusammengesessen und gesagt, Jura und Programmierung ist fast das Gleiche. Wir sind Coder. Juristen sind Coder. Wir wissen es nur nicht. Wir produzieren Wenn-Dann-Bedingungen. Also wenn irgendetwas ist, dann soll das passieren. Oder wenn wir einen Vertrag aufsetzen als Praktiker, sagen wir auch nichts anderes, als falls eine bestimmte Situation einsetzt, dann soll das und das passieren. Und ich denke, die ganze Diskussion heute war sehr, sehr interessant, sehr tiefgründig, ist ja auch schon im Chat geschrieben worden, weil sich natürlich auch ganz verschiedene Berufsgruppen auf ganz verschiedenen Ebenen beteiligt haben. Ich denke, wenn wir es mal auf den Kern der Veranstaltung zurückführen, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, und das wäre, glaube ich, das allererste, dass Methodik im Sinne von, wie gehe ich mit einer Datenbank um, ins Studium aufgenommen wird. Das ist auch gar nicht so basal, denn Datenbanken sind heuristische Suchen. Und als Juristen ist die, und unter Juristen ist die heuristische Suche verschrien. Sie nennt sich Idiotenwiese. Was nämlich passiert, wenn ich nach Haftung suche im Inhaltsverzeichnis, wenn ich was zur Haftung finden möchte. Es ist tatsächlich wertvoll, auch die systematische Herangehensweise zu lernen, denn damit findet man im Zweifelsfall in Datenbanken besser etwas. Aber das sind alles Inhalte, die man sehr gut aufnehmen könnte ins juristische Studium und in Spezialveranstaltungen, dann von mir aus noch oder Zusatzveranstaltungen. Wie können wir denn Juristen und Programmierer zusammenbringen und sehen, dass es vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist? Dann könnten Juristen Ansätze des Programmierens, also im Prinzip nur das Denken oder wie Code gestaltet wird allgemein, lernen. Die sollen nicht alle Python lernen und so vielleicht auch Menschen schaffen, die, wenn sie daran Interesse haben, an dieser Schnittstelle arbeiten können. Ich könnte noch viel, viel, viel mehr erzählen, beschränke mich aber soweit und danke sehr für die Veranstaltung und für die Gelegenheit, hier was sagen zu dürfen. Danke. Ja, besten Dank, Herr Smeet. Und für diesen Beitrag, ich würde sagen, bisher hat sich nur noch die Frau Rohr gemeldet, dass die sich noch freischaltet. Und wenn dann jemand noch antworten möchte auf das, was dann die beiden Teilnehmer gesagt haben, dann gerne. Frau Rohr, gerne einfach Kamera, Mikro frei. Genau, besten. Ja, guten Abend. Erstmal sehr herzlichen Dank für diese sehr spannende Diskussionsrunde. Da konnte ich für mich persönlich auch schon sehr viel mitnehmen. Ich würde gerne noch mal ein paar Eckpunkte festmachen und gehe dann noch mal zur Ausgangsfrage hin. Können wir es uns wirklich leisten, die juristische Ausbildung so zu organisieren, wie sie aktuell organisiert ist? Ich denke da vor allen Dingen an die Parameter Ausbildungsdauer, Ausbildungsinhalt, die Ausbildungsbedingungen. Und da muss ich persönlich zu dem Schluss kommen, wir sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge, vor allen Dingen, wenn wir uns die Karenzzeit von mindestens 7 Jahren anschauen. Ich denke zum Beispiel, als Herr Minister Wiesenbach sein Referendariat absolviert hat, hatte er noch ganz andere Ausgangspunkte, Ausgangsbedingungen, als wir heute sehen, vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt. Fakt ist doch auch, dass viele, also sagen wir mal die Justiz, aber auch in der Anwaltsszene, sich darüber beklagen, dass die Absolventen fehlende Kernkompetenzen haben. Das geht natürlich auch, wenn wir den Punkt Digitalisierung, Datenschutz zum Beispiel nehmen, in diese Richtung. Aber wir haben auch, und das ist ja wohl auch ein Fakt, einen horrenden Personalmangel. Also ich denke, ganz ehrlich, wenn wir schon in andere Bereiche gucken, zum Beispiel die USA, die ein 3-jähriges Jurastudium erfordern und trotzdem mit Milliarden Klagen zurechtkommen. Wenn wir in China zum Beispiel das erste digitale Zivilgericht schon vor Jahren auf dem Markt gesehen haben und wenn wir diese ganzen Punkte, die auch Herr Welter schon angesprochen haben, aktuell schon in den Nachbarländern sehen, dann müssen wir doch sagen, hallo, wir müssen
unsere Qualität sichern. Wir müssen aber auch schauen, dass wir effizienter werden und dass wir die richtigen Kernkompetenzen vermitteln. Und da gebe ich auch einigen Vorrednern recht, so wie die Ausbildung derzeit also organisiert ist, kriegen wir das leider nicht wirklich hin. Wir reden jetzt aktuell schon einfach mal von ganz banalen Punkten wie digitale Klausuren, digitale Kommentare, digitale Gesetze, digitale Korrekturen. Sowas haben wir gar nicht. Und ja, jetzt haben wir natürlich diesen wunderbaren Spielball bekommen von Herrn Minister Biesenbach, um einfach zu schauen, wo wollen wir hin. Und da müssen wir halt auch sagen, wir müssen nicht nur den Status quo berücksichtigen und die ganzen Unbekannten, sondern wir müssen gucken, wo wollen wir hin. Und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn man auch guckt, was ist nicht nur jetzt möglich, sondern wo wollen wir hin, was können wir auch in Zukunft leisten. Und da natürlich ist das Ministerium bzw. der Gesetzgeber gefordert, die richtigen Weichen zu stellen. Das natürlich aber auch in enger Kooperation mit den Hochschulen und wünschenswert natürlich auch mit den Auszubildenden. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, besten Dank. Es ist doch noch eine weitere Meldung gekommen und die vom Herrn Kastendieck. Stellen Sie die Frage gerne übers Mikro und schalten Sie sich dazu. Ja, dann stelle ich die Frage gerne einmal kurz so. Wir haben jetzt ja relativ viel über Methodik gesprochen, wir haben über digitale Kompetenzen gesprochen, die ja auch im Gesetzentwurf drin sind. Das Problem ist, dass in relativ viel nur erstmal leere Begriffe oder Prüfaufträge, also ich weiß nicht, Frau Erwin, ob der Antrag nochmal verändert wurde heute im Landtag, den ich gelesen hatte. Auf der Seite von Recode Law vor ein paar Tagen war erstmal ein großer Prüfauftrag, betreten Dialog mit den Fakultäten. Deswegen die Frage, wie stellen Sie sich konkret diese Veranstaltung zu digitalen Kompetenzen aus dem JAG oder eben die Einbindung Legal Tech Professur stand meines Wissens zwischendurch im Raum an Universitäten vor und wie wollen Sie die generellen methodischen Dinge beibringen, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass doch an den meisten Fakultäten Methodik weiterhin bloß ein Grundlagenfach ist und eben gerade nicht von allen besucht wird. Ihr besten Dank. Frau Erwin, wollen Sie darauf antworten? Ja, vielen Dank, Herr Kastendieck. Den Entwurf des Antrages, den Sie kennen, der entspricht der aktuellen Fassung. Es ist richtig, dass wir die Landesregierung mit diesem Antrag beauftragen, in einen Dialog zu treten mit den Hochschulen und den jeweiligen juristischen Fakultäten, um insbesondere zu prüfen, wie kann man neue Angebote, wie kann man neue Lernformate entwickeln, was gibt es schon, welche Zusatzqualifikationen müssen vielleicht noch erweitert werden, etc. etc. Also wir wollen, dass die Landesregierung, also sprich das Justizministerium mit den juristischen Fakultäten in NRW zusammenkommt, sich an einen Tisch setzt und schaut, wie man das tatsächlich gemeinsam auf den Weg bringen kann. In einem zweiten Schritt, auch das ist nochmal ein Aspekt, der mir extrem wichtig ist, weil ich den für sinnvoll erachte, ist, dass man auch in dieser Runde prüfen soll, wie man halt Kooperationen auch mit der Wirtschaft und Unternehmen auf die Beine stellen kann. Also, dass man dann tatsächlich sagen kann, man nutzt das Know-how von interessierten Unternehmen und bringt die Studierenden dann auch in diesen Fachbereichen Legal Tech, Digitalisierung, KI tatsächlich auch mit den Erfahrungen aus der Praxis, also nicht nur mit der Theorie, sondern auch mit den Erfahrungen aus der Praxis dann weiter. Die Thematik der eigenen Professur, das ist in der Tat ein Prüfauftrag, weil da hatte ich ja eben auch schon zu Frau Gierhake ausgeführt, dass da die Landesregierung in Form des Justizministeriums in unseren Augen einmal prüfen soll, inwieweit eine Einbindung der Digitalisierung unter Berücksichtigung auch von Legal Tech tatsächlich sich oder tatsächlich durch eine eigene Professur unterstützt werden kann. Das werden wir natürlich alles seitens der Politik dann auch begleiten und werden uns auch immer berichten lassen, wie der Stand da in diesen Gesprächen ist, weil nochmal, auch das hatte ich eben schon deutlich gesagt, in unseren Augen ist es sinnvoll, dass digitale Kompetenzen, Legal Tech, KI in die Ausbildung der zukünftigen Juristinnen und Juristen aufgenommen wird.
Besten Dank, Frau Erwin. Herr Kupsch möchte auch noch etwas sagen. Ich hatte schon einige Punkte in den Chat auch geschrieben. Erstmal vielen Dank. Ich finde das eine klasse Veranstaltung, eine sehr wichtige und sehr gute Diskussion hier, die hier stattfindet, die ja durchaus kontrovers ist. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir kontrovers diskutieren. Frau Gierhage, ich habe noch mal eine Frage an Sie, und zwar einfach noch mal so als Gegenentwurf, aber auch als Frage. Wir haben, zu meiner Studienzeit haben wir noch mit Schemata gearbeitet. Und das ist zum Beispiel heute ein klassischer Anwendungsfall. Schemata werden heute schon in No-Code-Software, mit Hilfe No-Code-Software für die Rechtsanwendung oder Rechtsfindung verwendet. Also ich denke mir bestimmte Standardfälle aus der Praxis aus, die ich habe, und sage, okay, Standardfragen kann ich über eine No-Code-Plattform, kann ich ein Modul bauen und kann die für den Rechtsanwender, kann er sich bestimmte Standardfragen schon mal selbst beantworten, wenn sie nicht von bestimmten aus einem bestimmten Raster fallen. Ja? Und wenn es dann natürlich dann Wertungsfragen gibt, die der Anwender für sich nicht beantworten kann, dann ruft er eben dann einen Anwalt an oder ruft bei mir jetzt, wie gesagt, in-house, dann einen Experten in-house an. Sie haben vorhin zu Recht gesagt, okay, im Bereich Strafrecht, Schuld, das sind schwere Fragen, wie soll ich die über die Software abbilden? Meine Frage wäre es nicht eine Überlegung, im Studium zu vermitteln, wie ich Recht durch Technologie abbilden kann und solche Fragen, genau solche Fragen, wie Sie gerade angesprochen haben, auch tatsächlich zu diskutieren, auch im Rahmen des Studiums. Und das entwickelt sich ja fort und es entwickelt sich vor allem mit einer Geschwindigkeit fort, sodass wir heute noch gar nicht sagen können, wie das in 7 Jahren aussehen wird. Ja, wir wollen die Studenten doch mitnehmen, wir wollen die Studenten befähigen, in 7 Jahren genauso diese Fragen mitentwickeln zu können und mitdenken zu können und sich auch in die Richtung entwickeln zu können. Ja, die Stärken und Schwächen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke im Strafrecht, ist auch einfach mal noch aufgemacht, die Definition von Diebstahl, fremde bewegliche Sache zum objektiven Tatbestand. Das kann ich mir sicherlich vorstellen, dass das für bestimmte Fälle ich erstmal in so einem Schema da abbilden kann. Ja, und da wird es Zweifelsfälle geben, die eben da nicht abbildbar sind. Ja, so. Aber genau solche Kompetenzen, wenn ich sowas in so einem Wenn-Dann-Schema abbilde, wo sind die Stärken, was geht und was geht nicht? Ja, ich glaube, die Diskussion können wir führen, die können wir in den Unis führen, die können wir vielleicht nicht im ersten Semester führen, weil ich brauche gewisse Grundvoraussetzungen dafür. Ich glaube aber, dass im fortgeschrittenen Semester, wenn wir bestimmte Grundsatzfragen geklärt haben, und da gehören vor allen Dingen auch gerade viel stärker gewichtet in den Anfangssemestern die Grundlagenfächer, was heute so nicht der Fall ist. Das ist mehr ein Angebot und wird so von den meisten mit abgehakt, weil das explizit so in der Prüfung noch nicht abgefragt wird. Ich glaube, wenn wir aber die Grundlagen haben, können wir sowas im Hauptstudium tatsächlich solche Sachen diskutieren, und ich glaube, wir müssen sie auch vermitteln, weil das wird in der Praxis gebraucht. Und damit können die Studenten nicht erst anfangen in 7 Jahren, 8 Jahren, wenn sie mit dem Referendariat durch sind. Dann haben sie einen riesen Nachteil, nicht nur die Studenten, sondern wir auch als Rechtsstaat. Der gesamte Rechtsstaat hat einen Nachteil, weil wir sehen ja gerade, was von allen Seiten prognostiziert wird. Ja, wenn ich ins Jahr 2030 in die einschlägigen Studien, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, die vorhin auch schon genannt worden, hier erinnere. Ja, die Frage ging an mich, deswegen schalte ich mich mal ein. Also, es war ja eigentlich keine Frage, sondern eigentlich ist es ja jetzt ein Statement eher das, was Sie die Frage, meinen Sie, kann man das integrieren? Kann man so Stärken und Schwächen vermitteln im Hauptstudium? Wie sehen Sie das? Also, die ehrliche Antwort ist, dass ich, das kann ich so schnell abschließend jetzt nicht beantworten. Also, ich setze mal so an, wie ich mich an eine Antwort herantasten würde. Was Sie sagen, dass wir Juristen gewohnt sind, in Schemata zu denken und dass das vielleicht gewissermaßen entkernt auch dann auf einmal zum Gegenstand von Repetitorien wird, das kann man ja auch kritisch betrachten. Also der sinnvolle Teil eines Schemas liegt ja darin, dass man beispielsweise ein Gesetz, ich erinnere mich noch an meinen Schönfelder zum ersten Staatsexamen in NRW, da durfte man das, war zum Beispiel, da gab es eine grüne Markierung für Voraussetzungen eines Anspruchs beispielsweise im Zivilrecht. Und das war für mich ein Merkposten. Ich konnte relativ zügig diesen Gesetzestext lesen und dann ist bei mir gewissermaßen eine Kategorisierung erfolgt. Jawohl, du brauchst die Anspruchsvoraussetzung 1, 2, 3, 4. Die müssen in einem bestimmten Verhältnis stehen. Kommt darauf an, welches Gesetz man jetzt anwendet. Und die Rechtsfolge ist dann, könnte man orange oder so etwas bezeichnen. Wenn Sie das mit schematischem Denken meinen,
dann würde ich sagen, ist es sogar eine Kernkompetenz des Juristen, das sozusagen so aufzufächern. Es ist eine gedankliche Leistung, zunächst mal zu erkennen, was ist eine Voraussetzung, dann zu erkennen, was ist der begriffliche Inhalt dieser Voraussetzung. Und dann kann man zum Beispiel mit so einer Definition kommen, wie Sie jetzt vielleicht Sie im Kopf hatten, was ist eine Sache? Eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand. So. Das kann man dann auffächern und sagen, jetzt kommen irgendwann die schwierigen Probleme, was ist mit Elektrizität? Ja, also Sie wissen, gibt es heute eine Sonderregelung für, aber das war nicht immer so. Dass das unter Umständen in Form eines dann auch technologischen Schemas abbildbar ist, das würde ich nicht bestreiten. Ich sehe jetzt, aber das liegt auch an mir, weil ich mit diesen Dingen vielleicht nicht so vertraut bin wie Sie, ich sehe da allerdings insofern nicht den Nutzen, als dass doch das ein Gedanke ist, den man als Jurist sozusagen jedes Mal neu wieder anwerfen muss, wenn man anfängt, eine gesetzliche Norm anzuwenden. Wo man helfen kann durch Technologie, das würde ich glaube ich auch nicht negativ sehen, ist, dass man natürlich, da bin ich die Erste, die das einsieht, nicht jede Definition im Kopf haben kann. Dann guckt man halt nach. Und wenn man dafür eine technische Methode hat, nachzugucken und das geht schneller, ist das super. Ja, das ist nicht das Problem. Wenn Sie jetzt in Ihrem zweiten Teil die Stärkung der Grundlagenfächer anmahnen, da gehört Methodik zu, aber da gehören eben auch andere Sachen dazu, da rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein. Also die Grundlagenfächer sind in den letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahren massiv geschwächt worden, geradezu kaputt gemacht worden und nicht zuletzt deswegen, weil es auch in vielen Fakultäten an deutschen Universitäten inzwischen überhaupt niemanden mehr gibt, der das kann. Und bei mir ist es auch so, als Rechtsphilosophin bin ich hier allein auf weiter Flur. Es gibt überhaupt keinen satisfaktionsfähigen Ansprechpartner mehr. Wenn es dann um KI geht, ja, dann fragen Sie mich auf einmal alle, ja. Aber ich muss mir das ja auch mal nachdenklich entwickeln. Ich muss ja mit jemandem reden können, der mir sagt, jetzt spinnst du. Ja, das ist Quatsch, was du erzählst. Oder umgekehrt. Diese Kernkompetenz, die gehört wieder ins Studium rein. Aber das geht nur dann, wenn wir anderswo Stoff radikal runterkürzen. Wenn wir unsere Leute, die dann da nach 10 Semestern bleich aus der Bibliothek stolpern, um ins Staatsexamen zu gehen, entlasten von diesem Ballast an Detailwissen. Im Strafrecht sind das unter Umständen Definitionen. In anderen Fächern mögen das die Meinung A, B, C sein, die kein Mensch mehr begreift. Denn wenn man sie begriffe, müsste man über dieses Thema zumindest mal 1, 2, 3 Tage im Studium nachgedacht haben. Und dafür hat kein Student dieser Welt mehr Zeit im Moment in Deutschland. Und das, was Sie einfordern, Herr Kubsch, dass man gewissermaßen dieses typische analytische, schematische Denken auch technisch unterstützen kann, dafür bin ich zu wenig in der Materie drin, um das abschließend jetzt so schnell beurteilen zu können. Ich wäre eher skeptisch, aber ich würde mich auch eines Besseren belehren lassen, wenn Sie sagen würden, das geht aber, schauen Sie doch mal her, wir machen das hier und dann gerne. Das ist genau der Punkt. Also es gibt es jetzt schon, das wird in 7 Jahren noch ganz andere, das wird auf einem ganz anderen Level sein. Es gibt es jetzt schon, wir machen das jetzt schon. Ja, wird in, wie gesagt, mein Punkt wäre, ich würde gerne jetzt anfangen im Hauptstudium die Studenten dafür zu sensibilisieren, was geht und was geht nicht und wo sind die Stärken, wo sind vor allem auch die Schwächen da drin. Ne? Sie haben es ja zu Recht angesprochen, Schuldfrage. Ja, was ist die Schuldfrage? Wie soll ich denn sowas in so einem Wenn-Dann-Schema abbilden? Ja, so, das wird mir nur schwer gelingen, aber das müssen wir, das sollten wir diskutieren und da sollten wir auch überlegen, wie wir das irgendwo in der Lehre platzieren können. Ja, dass wir die Studenten dafür sensibilisieren und da das Denken anregen, weil die Studenten am Ende diejenigen sind, die das Denken auf dem Level dann auch weiterdenken müssen. Wir müssen als Rechtsstaat effizienter werden. Ja, und wenn die Studenten nicht im Studium schon anfangen, wenn sie also komplett analog ausgebildet werden, und das meine ich jetzt nicht die ganzen technischen Hilfsmittel, E-Klausur und Datenbanken und das ist schon schwer genug, aber das ist schon eigentlich etwas, was schon längst hätte passieren müssen. Ja, wir sind schon eigentlich gedanklich schon viel weiter. Wenn die mit diesen ganzen Themen erst anfangen, wenn sie irgendwann mal sich irgendwo bewerben, dann ist es häufig zu spät, weil dann sind es die Richter, die jungen Richter, die jetzt gerade, nehmen wir mal nicht die Anwälte, sondern ein Richter, der eben dann da sitzt und auf einmal die Massenklage auf dem Tisch hat und nicht mehr weiß, wie er damit klarkommen soll. Und die nächsten 10 Jahre den Kopf raucht. Ich habe Richterinnen erlebt, die saßen mit hochrotem Kopf, die wussten nicht mehr weiter. Ja, ist dann irgendwann krank geworden und ist ausgewechselt worden, ja, weil sie nicht mehr klar kamen. So, und das zeigt also, dass viele Studenten,
wenn man sich das einfach weiterdenkt, Sie haben es ja vorhin, glaube ich, Sie waren es, glaube ich, vorhin auch nochmal gesagt haben, diese Karenzzeit. Irgendjemand hat vorhin gesagt, du hast von der Karenzzeit gesprochen. Die 7 Jahre Karenzzeit, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. In der Zeit wird noch so viel passieren. Wenn man überlegt, was heute schon möglich ist, wie wird das erst in 7 Jahren aussehen? Deswegen müssen wir heute das in die technischen Möglichkeiten und Recht in Technologie abzubilden, müssen wir heute meines Erachtens jedenfalls im Hauptstudium schon platzieren, damit das dann von dort aus auch weitergedacht werden kann, auch im Referendariat weitergedacht werden kann, bis hin zur Berufsausbildung. Weil das ein Prozess ist, der immer weiterläuft und immer schneller geht. Ja, besten Dank, Herr Kupsch. Ich denke, wir sind jetzt nach 2 Stunden auch am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich weiß nicht, wie Ihre zeitliche Verfügbarkeit da ist, ob hier jetzt jemand der Podiumsteilnehmer noch unbedingt einen Gedanken loswerden möchte. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich Ihnen recht herzlich danken, dass Sie heute alle hier so zahlreich vertreten waren, mit uns diskutiert haben. Insbesondere auch Sie, Herr Minister Wiesenbach, dass Sie heute hier sind. Das ist natürlich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und auch Frau Erwin, so macht Demokratie natürlich Spaß, wenn wir hier gemeinsam zusammen diskutieren können. Und bedanke mich auf jeden Fall im Namen des gesamten Vereins dafür, dass Sie heute hier waren. Auch die ganzen Zuschauer und auch die hier nochmal so interessante Aspekte reingebracht haben. Ich denke, das war für uns alle ein extrem einblickreicher Abend. Wenn jemand mehr was zu sagen hat, Herr Ort, Sie haben sich gerade freigeschaltet. Okay, also dann danke ich auf jeden Fall für Ihre Teilnahme. Liebe Teilnehmer des Podiums, Sie können gerne noch, wenn Sie Zeit und Lust haben, da bleiben und wir können die Veranstaltung Revue passieren lassen. Ansonsten wäre die Veranstaltung jetzt beendet und wir möchten natürlich Ihre zeitliche Kapazität nicht übermäßig strapazieren. Vielen Dank. Ansatz.